Hey, mein Name ist Erin und wie ihr sehen könnt, bin ich eine ganz normale 18-jährige Studentin. Aber meine Freunde, die mich gut kennen, wissen, dass ich kein mädchenhaftes Mädchen bin. Wenn ich zwischen einem Shoppingtrip oder einem Bierpong-Spiel wählen muss, nun, dann ist meine Entscheidung ziemlich eindeutig. Während der ganzen Highschool-Zeit war ich für meine Streiche berühmt. Einmal hatte mich ein Mädchen wegen meiner Turnschuhe gehänselt, also habe ich eine echte Spinne in ihre Lunchbox gelegt. Sie ist total ausgeflippt, es war so lustig. Ein anderes Mal gab mir meine Lehrerin eine völlig ungerechte 3 für meinen Aufsatz. Also stellte ich, als sie nicht hinsah, ihre Kaffeetasse auf den Kopf. Sobald sie die Tasse hochnahm, verschüttete sie den Kaffee über den ganzen Tisch und ihre Kleidung. Das hat mir eine Woche Nachsitzen angebracht, aber das war es sowas von wert. Also ja, auch wenn ich jetzt aus der Highschool raus war, blieb mir meine schelmische Natur erhalten. Ich hatte nicht einmal das Gefühl, dass ich mich ändern oder reifer werden musste, denn mein Leben lief immer noch perfekt. Ich war immer noch mit meinem langjährigen Freund Zack zusammen und meine beste Freundin Jess war immer an meiner Seite. Wir gingen sogar zusammen auf dieselbe Uni. Ich und Jess zogen sogar aus, um alleine zu leben. Glaubt mir, das Unileben war 12 Jahre des Wartens wirklich wert. Ich bin ein geselliges und aktives Mädchen, während Zack ziemlich gut aussehend und sportlich ist. So wurden wir bald ein beliebtes Paar an der Uni. Wir wurden sogar Ballkönig und Ballkönigin der Erstsemester und bekamen Kronen. Ich konnte sehen, dass die Leute uns immer bewunderten, wenn wir zusammen waren. Es war, als wäre unsere Liebe eine Beziehung, die sie sich immer wünschten. Nur ich wusste, dass sich tief im Inneren Zacks Gefühle für mich veränderten. Wir schienen uns die ganze Zeit zu streiten. Und der Grund dafür war die Tatsache, dass ich nicht süß und ruhig war, wie die meisten anderen Mädchen. Egit. Früher fand ich, dass ich das interessanteste und attraktivste Mädchen der Welt war. Was ist nur passiert? Einmal nahm er mich zu einer Party mit, um den Sieg seiner Basketballmannschaft zu feiern. Wir haben viel gejubelt und irgendwann war ich so aufgeregt, dass ich auf den Tisch gesprungen bin und mit den Jungs Wein getrunken habe. Alle um uns herum jubelten vor Freude, aber Zack war nicht gerade begeistert. Als ich dann später in sein Auto stieg, bereit, dass er mich nach Hause fuhr, fragte ich ihn, was ist los? Freust du dich nicht, dass du gewonnen hast? Er antwortete, du warst mir so peinlich. Keine andere Freundin hat Wein getrunken und lauthals gejubelt. Warum kannst du nicht so süß und ruhig sein wie deine Freundin Jess? Ich war wütend. So wütend, dass ich aus seinem Auto ausstieg, die Tür zuschlug und nach Hause lief. Es war eine Unverschämtheit, mich mit einem anderen Mädchen zu vergleichen. Nicht zu vergessen, dass Jess das komplette Gegenteil von mir ist. Sie ist super ruhig und introvertiert. Ihr wisst ja, was man sagt, Gegensätze ziehen sich an. Das ist so wahr, denn Jess und ich sind zwar beste Freundinnen, aber ich konnte unter keinen Umständen so süß und ruhig sein wie sie. Wenn er wollte, dass ich mehr wie sie war, warum war er dann nicht so lieb und klug wie ihr Freund Jay? Ich kam nach Hause und fand Jess in Tränen aufgelöst auf ihrem Bett sitzen. Oh, mein süßes, schwaches Mädchen. Diese Nacht musste ein schlimmer Freitag für uns beide sein. Also umarmte ich sie und fragte sie, was los sei. Sie antwortete, Jay hat sich verändert, Erin. Er mag meine ruhige Art nicht und will eine lebendigere Beziehung. Er will sogar, dass ich mehr wie du bin. Er sagte, ich soll aktiv werden und stark sein, wie du es bist. Jetzt weiß ich nicht, was ich tun soll. Ich sagte, oh Gott, die Jungs sind so verwirrend. Weißt du was? Zack hat das Gleiche zu mir gesagt. Er will, dass ich so ruhig wie du bin. Jess sah mich mit überraschenden Augen an. Wirklich? Hat er das? Ich weiß, ziemlich witzig, oder? Wir müssen etwas tun, damit sie sehen, wie toll jede von uns auf ihre eigene Art ist. Aber was soll das sein? Und wieder einmal kam mein streichelliebendes Gehirn auf eine außergewöhnliche Idee und ich sagte ihr, ich habe die Idee, Jess. Wir können die Freunde tauschen. Nein, Erin, ich mag Zack doch gar nicht. Und seit wann stehst du auf Jay? Hey, versteh das nicht falsch. Ich will auch nur meinen Zack. Also hier ist der Plan. Wir werden unsere Freunde nerven, sodass sie ein paar Tage nicht mit uns abhängen wollen. Dann werden wir diese Zeit nutzen, um zuzuschlagen und mit dem Freund der anderen zu flirten. Dann, gerade wenn sie denken, sie kommen uns näher, werden wir super nervig sein. Dann werden sie merken, wie toll ihre eigentlichen Freundinnen sind. Hey, was für ein toller Plan, nicht wahr? Ich meine, was kann da schon schiefgehen? Jess zögerte zuerst noch, aber schließlich stimmte sie zu, bei meinem Streich mitzumachen, wie immer. Unsere Jungs würden bald wieder ganz die Alten sein. Ich setzte meinen Teil des Plans in die Tat um, indem ich Zack einlud, die neue Folge seiner Lieblingsserie auf Netflix zu sehen. Während der ganzen Folge aß ich sehr laut Popcorn, kommentierte alles und lachte richtig laut, während er versucht hat, sich zu konzentrieren. Irgendwann schnappte er zu und sagte, »Bist du verrückt geworden? Ich versuche mir das in Ruhe anzusehen.« Ich erwiderte,
Was? Kannst du mich nicht mehr ertragen oder was? Wir stritten uns ein bisschen, dann sagte er, weißt du was, du bist echt nervig. Warum kannst du nicht mal einen Moment lang nett, süß und ruhig sein? Dann stürmte er aus dem Zimmer und ging. Ich schickte Jess sofort eine Nachricht. Mission erfüllt. Jess ging mit Jay aus, aber wann immer er sie fragte, was sie tun oder essen wollte und so weiter, antwortete sie auf alles, mir egal. Das machte ihn schon bald verrückt, weil er nicht wusste, was er tun sollte, um ihr zu gefallen. Das war typisch. Als Jess immer wieder den Kopf schüttelte, wenn er ihr Optionen nannte, wo sie etwas essen gehen konnten, wurde er wütend und fuhr sie direkt nach Hause. Oh mein Gott, ich konnte nicht aufhören zu lachen. Der erste Schritt des Plans war also erfolgreich. Als nächstes mussten wir die Freunde des jeweils anderen ansprechen. Ein paar Tage später fand ich eine Ausrede, um Jay zu treffen. Er war ein Computergenie. Also schickte ich ihm eine Nachricht auf Facebook. Hi Jay, du kennst dich doch mit Computern aus, oder? Kannst du mir helfen? Mein Laptop verbindet sich einfach nicht mit meinem WLAN und ich muss eine dringende Aufgabe erledigen. Dann antwortete er. Sicher, mach einfach ein Foto davon und schick es rüber. Also antwortete ich, kann ich meinen Laptop zu dir bringen? Du musst mir helfen, ich weiß nicht, was ich tun soll. Natürlich, sagte er ja. Also zog ich ein süßes Outfit an und ging zu ihm rüber. Ich berührte immer wieder seinen Arm und lobte ihn. Als er sich dann immer mehr öffnete, fing ich an, ihm zu erzählen, wie einsam und leer ich mich fühlte, da es mit Zack und mir vorbei war. Oh, was ist passiert? Fragte er und hob eine Augenbraue. Ich seufzte. Er denkt, ich bin zu laut und wild. Ich versuchte, Tränen vorzutäuschen. Bin ich wirklich nervig, Jay? Er schien überrascht. Nein, bist du nicht. Du bist ein aktives, aufgeschlossenes und interessantes Mädchen. Lass dich von seinem Urteil nicht stören. Ha, meine Tränen wirkten also. Also tat ich einfach so, als ob ich noch mehr weinen würde. Er sagte verzweifelt, er wisse, wie er mich aufmuntern könne und nahm mich mit in den Vergnügungspark. Ich lachte laut, als wir für die Achterbahn anstanden, verschmierte mein Eis in meinem Gesicht und wischte es absichtlich nicht sauber. Dann verlangte ich von ihm, dass er mir beim Wurfspiel einen Teddy schenkt. Aber jedes Mal, wenn er das Säckchen warf, schrie ich auf und klammerte mich an seinem Arm. Ich wusste, dass Jungs es hassten, den ganzen Tag festgehalten zu werden und zu klammern. Genauso wie ich es wirklich hasse. Bald würde er erkennen, wie großartig Jess war. Apropos Jess. Sie traf Zack absichtlich im Fitnessstudio, aber tat so, als hätten sie sich nur zufällig getroffen. Sie bat ihn, ihr zu zeigen, wie ein Laufband funktionierte und benutzte dann die gleiche Methode wie ich, damit Zack sie um ein Date bat. Sie gingen ins Kino, um sie aufzuheitern. Sie weigerte sich, den Actionfilm zu sehen, den er unbedingt sehen wollte, weil er zu laut war. Sie sagte auch zu jedem anderen Film, den er vorschlug, nein, und schließlich gingen sie in eine romantische Komödie. Aber genau zum Höhepunkt des Films beschwerte sie sich, dass es zu dunkel und zu voll sei und sie mussten früher gehen. Wie lächerlich. Lol. Er musste so genervt sein. Dann sagte ich ihr, sie sollte Zack dort treffen, wo es weh tut, bei seinem Basketballspiel. Jess überredete ihn, sie mit zu seinem Spiel zu nehmen. Aber sie saß nur da und scrollte durch ihr Handy, anstatt sich das Spiel anzusehen. Sie jubelte nicht, als er einen Punkt machte. Und gleich nach dem Spiel bat sie ihn, sie nach Hause zu bringen. Wodurch er die Party nach dem Spiel verpasste. Gute Arbeit, Jess. Er würde im Handumdrehen zu mir zurückkommen. Ich weiß, ihr denkt wahrscheinlich, dass dieser Plan verrückt war, aber er hat wirklich funktioniert. Jay tauchte an unserer Türschwelle mit Blumen für Jess auf. Ihre Liebesgeschichte hat die Auffrischung bekommen, die sie brauchte. Jetzt musste ich nur noch darauf warten, dass Zack erkannte, was er verpasst hatte. Aber zu meinem Entsetzen schickte Zack nicht mir, sondern immer noch Jess Nachrichten. Am Ende schickte sie ein Bild von sich mit Jay und sagte ihm, sie sei wirklich glücklich mit ihrem Freund und habe keine Zeit für nervige Leute wie ihn. Am nächsten Tag kam Jess ganz aufgeregt nach Hause. Sie erzählte mir, dass Zack vor ihrer Klasse auf sie gewartet hatte und ihr dann sagte, er wolle die Chance haben, sie zu einem Date einzuladen. Was? Er war technisch gesehen immer noch mein Freund? Wie konnte er mir das antun? Schlimmer noch, er ignorierte alle meine Nachrichten. Also tauchte ich bei ihm zu Hause auf und ging nicht weg, bis er die Tür öffnete. Er sah verlegen aus, als er sagte, Erwin, unsere Beziehung ist in eine Sackgasse geraten. Du verhältst dich lächerlich und ich weiß, dass du hinter meinem Rücken mit einem anderen Kerl rumgehangen hast. In der Zwischenzeit ist ein wundervolles Mädchen gekommen, um mich Basketball spielen zu sehen. Sie ist das Mädchen für mich, nicht du. An diesem Punkt musste ich die Wahrheit sagen. Zack, du weißt nicht, wovon du gerade redest. Hör zu. Das war alles nur ein abgekartetes Spiel, damit du siehst, was du verpasst. Es hat für Jess funktioniert. Ihre Beziehung ist stärker als je zuvor. Und zu meiner Überraschung antwortete er, ich weiß,
Ich habe zufällig gehört, wie du mit Jess in der Bibliothek darüber gesprochen hast. Zuerst fand ich es wirklich süß, weil du versucht hast, unsere Liebe zu retten und ich wollte dir nur gefallen, also habe ich so getan, als wüsste ich es nicht. Aber dann ist mir etwas klar geworden. Ich liebe dich nicht mehr, sondern Jess. Und wenn ich darüber nachdenke, dann wohl schon eine ganze Weile. Sie ist wie eine kleine arrogante Katze, die ich verhätscheln und um die ich mich kümmern will. Weißt du, ich habe schon immer Katzen gemocht. Was? Sie ist nicht einmal arrogant. Sie hat sich nur so verhalten, weil es Teil des Plans war, rief ich. Das ist mir egal. Ich weiß nur, dass ich sie liebe. Nicht dich. Oh, ich kann es nicht fassen. Was habe ich nur getan? Wegen meines dummen Streiches habe ich meinen Freund an meine beste Freundin verloren. Was soll ich jetzt nur machen? Hey, ich bin es wieder, Erin. Ich bin hier, um euch den letzten Teil meiner Geschichte zu erzählen. Also, ich hatte die geniale Idee, mit meiner besten Freundin Jess die Freunde zu tauschen und alles durcheinander zu bringen, damit unsere aktuellen Freunde uns mehr zu schätzen lernten. Nur ging mein Plan gewaltig nach hinten los, als mein Freund Zack beschloss, dass er Jess liebte und nicht mich. Auf Zacks Türschwelle zu stehen und ihn sagen zu hören, dass er mich nicht mehr liebte, war so demütigend. Vor allem, weil ein Haufen anderer Studenten in der Nähe rumhingen und alles hören konnten. Ich schrie ihn an. Wir sind seit 3 Jahren zusammen. Bedeutet dir das gar nichts? Er antwortete, ich weiß, und wir hatten einige tolle Zeiten zusammen, aber wir haben uns auseinandergelebt. Außerdem weiß ich, dass Jess mich auch liebt. Mensch, Zack, das tut sie nicht. Das war alles Teil des Plans. Nee, vor all dem hat sie mir gesagt, dass sie Jay satt hat und sie mich wirklich liebt. Aber das konnte sie weder dir noch Jay antun. Was? Das war unglaublich. Ich hatte diesen Plan überhaupt erst für sie ausgeheckt. Aber die ganze Zeit hat sie mit mir und meinem Freund gespielt? Sie hatte meine Beziehung hinter meinem Rücken ruiniert und war die ganze Zeit falsch zu mir? Jetzt tat sie so, als wäre sie mit Jay glücklich bis ans Ende aller Tage, während mein Freund ihr hinterher schmachtete? Ich stürmte raus, aber zu Hause war der letzte Ort, an dem ich sein wollte. Also ging ich in den Park. Ich saß dort und dachte über alles nach. Ich konnte die Dinge nicht einfach so stehen lassen. Sowohl Zack als auch Jay mussten von Jess warmem Gesicht erfahren. Angestachelt von meiner Wut und Demütigung eilte ich los, um Jay zu finden und erzählte ihm alles. Er sah völlig schockiert aus, als ich ihm erzählte, wie der Plan nach hinten losging. Da Jess jetzt Gefühle für Zack hatte und ihn nur benutzte. Ich erwartete, dass er sich aufregen würde oder so, aber stattdessen sah er nur wütend aus und schrie mich an. Erin, du bist so eine schlechte Freundin. Ich habe Jess immer geliebt. Und ich weiß, dass sie mich auch liebt. Hör auf zu versuchen, das Glück anderer Leute zu zerstören, weil dein eigenes Liebesleben scheiße ist. Ich wusste gar nicht, was ich sagen sollte und stand einfach nur da. Dann sah ich zu, wie er wegging. Oh mein Gott, das war wirklich nicht wie erwartet gelaufen. Ist das wirklich das, was die Leute von mir denken? Dass ich eine verbitterte, eifersüchtige Idiotin bin? Ich hatte doch nur versucht, Jess und Jays Beziehung zu retten. Und es hatte doch geklappt, oder? Aber jetzt wusste ich nicht mehr, was überhaupt los war. Seufzend erkannte ich, dass es falsch gewesen war, Jay zu konfrontieren, ohne vorher mit Jess zu sprechen. Immerhin konnte Zack auch gelogen haben. Ich meine, der Typ war völlig wahnhaft. Es tat einfach so weh, dass er mich nicht mehr liebte, sondern stattdessen meine beste Freundin. So scheiße das auch war, wusste ich, dass es falsch war, Jess die Schuld dafür zu geben, bevor ich ihre Meinung gehört hatte. Vielleicht hatte Jay recht. Ich war eine schlechte Freundin. Ich wollte Jess finden. Aber Jay musste ihr zuvorgekommen sein, denn sie war nicht mehr in unserem Zimmer. Dann erzählte mir ein Freund, dass Jess wieder nach Hause gezogen war. Oh mein Gott! Sie war ausgezogen und hatte es mir nicht einmal gesagt. Ich versuchte, sie nach dem Unterricht zu treffen, aber sie ging mir vollkommen aus dem Weg. Oh, das war echt ätzend. Ich hatte genug davon, also hielt ich sie eines Tages an der Klassenzimmertür an und sagte, wir müssen reden. Sie versuchte wegzugehen, also packte ich ihren Arm, aber sie sagte nur, es gibt nichts zu reden. Wie konnte sie sich so leichtfertig verhalten, wo sie doch alles hatte und ich mit nichts dastand? Also schrie ich sie an, entschuldige mal, du hast unseren Plan ruiniert. Jetzt hast du alles. Du hast deinen Freund zurück und mein Freund will dich, nicht mich. Nicht nur, dass sie mich jetzt beide hassen, sondern du bist auch noch ausgezogen, ohne es mir zu sagen. Ist das also das Ende unserer Freundschaft? Ich weiß, dass ich nicht alles richtig gemacht habe und es tut mir leid. Aber ich bin verletzt, Jess. Aber du? Du warst noch viel schlimmer. Also hör auf, so egoistisch zu sein und bring es in Ordnung.
Alle gafften uns an und Jess wurde rot. Dann zischte sie mich an. Lass uns später darüber reden. Nicht hier. Das machte mich nur noch wütender, denn ich wusste, dass sie absolut nicht die Absicht hatte, tatsächlich mit mir zu reden. Wütend riss ich sie am Pferdeschwanz zurück. Sie jaulte auf. Was machst du denn da? Lass mich los! Und wer tauchte dann plötzlich auf? Natürlich Zack. Igitt. Er zog mich von ihr runter und nahm sie in den Arm. Dann brüllte er mich an. Wann wirst du endlich erwachsen und denkst über deine Worte und dein Verhalten nach? Ich war schockiert. Jetzt war er auf ihrer Seite. Meine Güte, dieser Typ hatte mich wegen meiner besten Freundin sitzen lassen. Was erwartete er von mir? Sonnenschein und Einhörner? Plötzlich tauchte Jay auf und sah, wie Zack Jess umarmte. Schockiert sagte er, was ist denn hier los? Jess, ist das wahr? Du und er? Also war das, was Aaron gesagt hat, die ganze Zeit wahr? Jess entfernte sich von Zack und sagte, Jay, es tut mir leid, es sollte nicht so sein. Er nickte, dann antwortete er, ich habe dir vertraut, aber anscheinend war es das nicht wert. Dann ging er weg. Jess sah wirklich verwirrt und verlegen aus, was, ich will nicht lügen, mich ein wenig zufrieden stimmte. Außerdem war Zack nicht dumm und wurde wütend, dass sie sich von ihm entfernt hatte. Ich überließ sie ihrer hitzigen Diskussion und ging in die Klasse. Perfekt, jetzt war ihr Liebesleben ein Chaos und ich musste nur noch meins in Ordnung bringen. Ich musste Zack also alleine dazu bringen, zu mir zurückzukommen. Niemand konnte mir mehr helfen. Eines Tages, bei seinem Basketballspiel mit dem Team einer anderen Schule, bat ich das Cheerleader-Team, mich in das Hahnmaskottchen-Kostüm zu stecken. Es war so stickig da drin, aber das war es wert, oder? Ich würde ihn überraschen, indem ich zu ihm laufe, ihn umarme und mit ihm feiern würde, wenn das Team gewinnt. Er wäre bestimmt gerührt und würde sehen, dass ich immer an seiner Seite war und ihn anfeuerte und beobachtete. Wie geplant rannte ich also zu Zack, um ihn zu umarmen, als er den Siegtreffer für das Team erzielte. Ich versuchte ihn zu küssen, aber ich vergaß, dass ich noch im Hahnkostüm steckte, was das ganze Publikum zum Lachen brachte. Zack versuchte wegzulaufen, aber ich jagte ihm hinterher und stolperte. Der Kopf des Hahns fiel ab und alle sahen mich. Diesmal war das Lachen und Schreien noch lauter. Aber ich sah nur Zack, der mich mit verlegenen und enttäuschten Augen ansah. Das war wirklich demütigend. Schlimmer noch, er half mir nicht einmal auf, schüttelte nur den Kopf und ging davon. In diesem Moment wollte ich am liebsten im Boden versinken. Aber dann eilte Jay herbei und half mir auf die Beine. Jay fuhr mich nach Hause und sagte, warum musstest du dich so blamieren? Und das für eine Person, die dich nicht verdient hat. Ich antwortete, er ist mein Freund. Das ist er nicht mehr. Ich weiß, es tut unglaublich weh, Aaron. Aber manchmal müssen wir Dinge loslassen, die nicht mehr zu uns gehören. Hör nicht auf, du selbst zu sein, vor allem, wenn es das nicht wert ist. Ich hatte Tränen in den Augen, als ich ihn ansah. Du willst Jess also nicht zurück? Nee, sie hat ziemlich deutlich gemacht, dass sie ihn will, nicht mich. Und ich will nicht nur die Nummer 2 sein. Außerdem hat sie mich angelogen. Und so etwas hasse ich. Du hast recht, seufzte ich. Es tut nur so sehr weh. Aaron, du bist ein starkes Mädchen. Du wirst das durchstehen. Aber bitte versprich mir eines. Keine verrückten Ideen mehr, um zu versuchen, ihn zurückzugewinnen. Ich weiß, antwortete ich und musste lachen. Als ich nach Hause kam, dachte ich darüber nach, was Jay gesagt hatte. Ich schätze, er hatte recht. Egal wie sehr ich versuchte, Zack zurückzubekommen, er wollte mich einfach nicht mehr. Mit Jess war es das Gleiche. Ich hatte versucht, die Dinge mit ihr in Ordnung zu bringen und es endete nur damit, dass ich alles noch schlimmer machte. Wenn ich so drüber nachdenke, war Zack nicht der Richtige für mich. Er wollte, dass ich ändere, wer ich war, nur um besser in sein Leben zu passen. Das war nicht richtig. Ich wollte einen Freund, der stolz darauf war, mit mir gesehen zu werden und es nicht peinlich findet. Was Jess anging, so hatte sie mich belogen. Und dann hatte sie mich nicht einmal genug respektiert, um mit mir zu reden, bevor sie auszog. Sie war keine wahre Freundin. Das wusste ich jetzt. In den nächsten Wochen kam ich endlich über alles hinweg. Jess und Zack sehe ich immer noch auf dem Campus, aber wir reden nicht miteinander. Ich habe gehört, dass sie jetzt ein Paar sind. Aber die Jungs im Basketballverein mögen sie nicht besonders, weil sie Zack nach Spielen nie mit ihnen ausgehen lässt. Sie tanzt auch nie und jubelt ihnen bei einem Sieg nicht zu. Naja, das ist jetzt sowieso nicht mein Problem. Ha! Was Jay und mich angeht, wir kommen uns langsam näher. Ich schätze, wir haben uns wegen unserer gebrochenen Herzen schnell miteinander verbunden gefühlt. Außerdem stellte sich heraus, dass wir uns viel ähnlicher sind, als wir dachten.
Wir fingen an, mehr zusammen abzuhängen und dann schlug ich gestern vor, dass wir in den Vergnügungspark gehen sollten. Sein Gesicht war eine Sekunde lang ernst, aber dann brachen wir beide in Gelächter aus. Ich entschuldigte mich bei ihm, dass ich letztens lächerlich war und er sagte, vergiss es. Ich liebe deine positiven Vibes. Ich lächelte glücklich und sagte, keine Sorge, dieses Mal werde ich dich nicht ablenken, während du versuchst, einen Teddy für mich zu gewinnen. Dann lachten wir beide. Wir sind noch nicht offiziell ein Paar, aber ich spüre etwas zwischen uns. Aber es hat keine Eile. Ich lebe im Moment und das ist verdammt großartig. Und wenn ihr mich jetzt entschuldigt, ich muss in einen Vergnügungspark. Hi, ich bin's wieder, Amelia. Im zweiten Teil meiner Story fing Jude an, hier im Restaurant zu arbeiten. Und anfangs war es eine totale Katastrophe. Überall richtete er Chaos an, er machte mich total verrückt. Aber dann änderte sich alles. Es stellte sich raus, dass er ein ziemlich talentierter Koch war, der mir bei der Hausarbeit helfen konnte und auf der Arbeit wurde er immer beliebter. Eines Tages hatte er ein Date mit einem hübschen Mädchen, was mich sehr ärgerte. Aber dann traf ich ihn im Park, wo er mit streunenden Katzen spielte, anstatt zu diesem Date zu gehen. Ehrlich gesagt machte mich das so glücklich. Hatte er sich wirklich verändert? Um das rauszufinden, lasst uns sehen, was als nächstes passiert ist. Im Restaurant gab es einen neuen Kellner namens Oliver, der ein Jahr jünger war als ich. Die Chefin bat mich, mich um ihn zu kümmern und ihm die Arbeit zu zeigen. Um ehrlich zu sein, war ich wirklich beeindruckt von Oliver, da er so süß war und auch schnell lernte. Ziemlich bald kamen wir uns näher. Er war wie ein kleiner Bruder für mich. Jude mochte ihn aber gar nicht. Er schrie Oliver immer an und beschwerte sich sogar, dass er unvorsichtig und tollpatschig sei. Das sagt der Richtige. Wir alle wussten, dass Jude der tollpatschigste Typ der Welt war. Jedenfalls stand Judes Geburtstag vor der Tür und ich wollte ihm ein neues Hemd kaufen, da er meist alte Kleidung aus dem Spendenzentrum trug. Es sollte eine Überraschung sein, also bat ich Oliver, mit mir einkaufen zu gehen, da Jude und Oliver etwa die gleiche Größe hatten. Nachdem ich ein schönes Sweatshirt für Jude gekauft hatte, brachte Oliver mich nach Hause. Und als wir auf mein Haus zukamen, sah ich Jude draußen auf und ab gehen. Wartet er auf jemand? Als er sah, dass es Oliver war, der mich mitgenommen hatte, sah er wütend aus und stürmte ins Haus. Ich verabschiedete mich schnell von Oliver und rannte rein. Und ich konnte nicht glauben, was ich da sah. Der Tisch war mit einem ganzen Haufen lecker aussehender Gerichte gedeckt und es gab sogar Kerzen und Blumen. Ich war so verwirrt. Hat er ein Mädchen zu einem Date eingeladen? Wie konnte er es wagen? Ich fragte ihn, wofür es war und er sagte, welcher Tag ist heute? Hast du es vergessen? Oh, also war das alles für seine Geburtstagsfeier. Ich lachte nur und reichte ihm die Geschenktüte. Er sah sofort so glücklich aus wie ein Kind. Aber dann warf er mir plötzlich einen zweifelnden Blick zu und fragte, aber was hast du denn am Nachmittag gemacht? Und mit diesem Oliver? Ich erzählte ihm, dass ich Oliver gebeten hatte, mir beim Einkaufen für seinen Geburtstag zu helfen. Und dann sagte ich scherzhaft, aber warum bist du plötzlich so neugierig? Warum hast du so genervt geschaut, als du ihn gesehen hast? Bist du eifersüchtig oder so? Ich hatte nicht mit dem gerechnet, was dann passierte. Er wurde plötzlich rot und murmelte vor sich hin. In der Tat. Tja. Ich mag dich, Amelia. In der Tat, dich. Ich glaube, ich bin in dich verliebt. Wow, was? Ich war total erstarrt und wusste nicht, was ich tun sollte. Aber ich sah ihn einfach weiter an und keuchte. Er konnte sehen, dass ich sprachlos war. Also winkte er mit den Händen vor mir und sagte, hallo, Erde an Amelia. Dann fuhr er fort. Also, Amelia, hast du, auch Gefühle für mich? Eigentlich egal. Es ist nicht wichtig. Ich meine, wenn nicht, dann vergiss es einfach und wir können wieder Freunde sein. Oh Gott, ich habe ihn noch nie so schüchtern gesehen. Sein Gesicht wurde rot wie eine Tomate und er kratzte sich immer wieder schüchtern am Kopf. Ich konnte mir ein Lachen nicht verkneifen, denn ehrlich gesagt sah er so süß aus. Also griff ich nach seinen Händen und konnte die Worte nicht stoppen, die aus meinem Mund kamen. Du, ehrlich, ich mag dich auch. Mein Herz raste, als ich das sagte, und ich wusste nicht, was ich noch sagen sollte. Aber plötzlich umarmte er mich ganz fest und im nächsten Moment küssten wir uns. Ich war überglücklich. Ich hatte nicht gewusst, wie sehr ich mir das gewünscht hatte. Es war ein unglaubliches Gefühl. Von da an waren wir unzertrennlich. Wir lebten zusammen, arbeiteten zusammen und in unserer Freizeit gingen wir campen, hingen im Park ab und fuhren mit dem Fahrrad, um den Sonnenuntergang zu beobachten.
Er kümmerte sich so sehr um mich und ich glaube nicht, dass ich je zuvor in meinem Leben so glücklich gewesen war. Ich hätte nicht gedacht, dass das Leben so toll sein konnte. Dann eines Tages, als wir das Haus aufräumten, rief er mir plötzlich zu: Amelia, schau mal, wie süß diese Bilder sind. Du hast sie gemalt, oder? Wow, du bist begabt. Ich merkte, dass er auf meine Kiste mit gezeichneten Comics schaute, die ich unter dem Bett versteckt hatte. Ich war etwas verlegen und erzählte ihm, dass ich schon eine ganze Weile nicht mehr gezeichnet hatte. Dann fragte er mich, warum ich aufgehört hatte. Und ich erzählte ihm, dass es immer mein Traum gewesen war, auf die Kunsthochschule zu gehen. Aber seit meine Mutter gestorben war, musste ich den Traum für eine Weile aufgeben und mich darauf konzentrieren, einfach zu überleben. Jude ergriff plötzlich meine Hände und sagte: Schatz, lass uns deinen Traum verwirklichen. Ich werde dir helfen, okay? Ich war so gerührt und umarmte ihn zum Dank ganz fest. Jude war mein Ein und Alles. Und vor allem unterstützte er mich immer und jetzt ermutigte er mich auch, meinen Traum zu folgen. Die Zeit verging und alles lief wunderbar, bis sich eines Tages alles änderte. Jude und ich waren spazieren, als ein schwarzes Luxusauto neben uns anhielt. Ein Typ stieg aus und forderte uns auf, in das Auto zu steigen. Ich flippte aus und griff nach Judes Arm. Was war los? Wurden wir gekidnappt? Auf keinen Fall wollten wir in das Auto einsteigen. Aber plötzlich sagte der Typ: Jude, das ist eine Anweisung von deinen Eltern. Jude schaute schockiert und sagte: Was wollen die denn? Sie haben mich schon rausgeschmissen. Also warum sollte ich zurückkommen? Wollen sie mir zeigen, wie glücklich sie ohne mich sind oder so? Aber trotzdem kletterte Jude ins Auto und ich hatte keine andere Wahl, als ihm zu folgen. Auf dem Weg dorthin gingen mir so viele Fragen durch den Kopf. Aber ich blieb einfach still. Kurze Zeit später hielten wir vor einer Villa. Das musste Judes Haus sein. Wow, ich wusste, dass er aus einer reichen Familie kam, aber nicht in diesem Ausmaß. Jude hielt meine Hand und führte mich rein, wo ein Paar, wahrscheinlich seine Eltern, saßen und auf uns warteten. Jude schrie sie sofort an: Was wollt ihr? Ich bin ausgezogen, genau wie ihr es wolltet. Also warum könnt ihr mich nicht einfach in Ruhe lassen? Ich hatte Jude noch nie so wütend gesehen. Es machte mir tatsächlich Angst. Seine Eltern sahen jedoch ruhig aus und saßen einfach lächelnd da. Und dann bat ihm seine Mutter, sich zu beruhigen und Platz zu nehmen. Im nächsten Moment erschien ein Hausmädchen und brachte uns etwas Wasser. Aber sie verschüttete aus Versehen etwas und sah beschämt aus. Sie entschuldigte sich immer wieder und wischte es auf. Aber Jude nahm das Taschentuch und begann, es für sie aufzuwischen. Dann sagte er höflich zu ihr, dass er ihr helfen würde, die Kanne Tee zu kochen. Judes Eltern schauten schockiert, aber irgendwie zufrieden und baten Jude zu bleiben, dass sie ihm etwas Wichtiges zu sagen hätten. Sie konnten nicht aufhören zu grinsen. Es war so seltsam. Dann erzählten sie uns ihre Geschichte, die mich zutiefst schockierte. Jude war eigentlich ihr biologischer Sohn. Sie hatten ihn angelogen, weil er sich so schlecht benahm. Und sie ihm eine Lektion erteilen und ihn zwingen wollten, erwachsen zu werden. Sie hatten es satt, alles für ihn zu tun und dachten, wenn er für eine Weile auszog, würde ihn das vielleicht inspirieren, unabhängig zu werden und den wahren Wert von Familie und Geld zu verstehen. Was? Ich konnte nicht glauben, was ich da gehört hatte. Sie haben ihn rausgeschmissen, um ihm beim Erwachsenwerden zu helfen? Es klang wie Irrsinn, aber es hatte wohl funktioniert, oder? Er hat sich verändert. Aber wie konnten sie nur auf so einen verrückten Plan kommen? Natürlich fand Jude das nicht gut. Tatsächlich war er wütend. Was hast du gerade gesagt? Er schrie: Bin ich ein Witz für euch oder was? Seine Mutter versuchte ihn zu beruhigen und sagte: Jude, Schatz, es war der einzige Weg. Du warst außer Kontrolle. Hast jede Nacht Party gemacht und unser ganzes Geld ausgegeben. Wir wussten nicht, was wir sonst tun sollten. Wir haben uns solche Sorgen um dich gemacht. Aber mein Sohn, wir sind so stolz auf dich. Dann fuhr sein Vater fort: Wir haben immer ein Auge auf dich gehabt. Wir haben dich im Restaurant arbeiten sehen und wir sind einfach so glücklich, dass du die Kurve gekriegt und diese Unabhängigkeit gefunden hast. Dann drehten sie sich zu mir und sagten: Amelia, richtig? Vielen Dank, meine Liebe. Du hast dich besser um unseren Sohn gekümmert, als wir es je könnten. Und du hast ihm so sehr geholfen. Ich wurde rot und sagte: Nein, eigentlich ist es Jude, der sich um mich kümmert. Er war unglaublich. Jude drückte meine Hand ganz fest und ich konnte sehen, wie schockiert er war. In den letzten 6 Monaten hat er eine wahre Achterbahnfahrt erlebt. Erst wurde er von seinen Eltern verlassen, dann erfuhr er von ihren Lügen, die meine Lektion erteilen sollten. Ich konnte nicht glauben, dass sie das getan hatten. Aber ich war auch dankbar dafür.
Sonst hätte ich ihn nicht kennengelernt und er wäre vielleicht immer noch da draußen und würde sich mit Tussis verabreden und sein Leben wegfeiern. Also drehte ich mich zu ihm und sagte, Babe, ich weiß, dass es gerade weh tut, aber deine Eltern haben getan, was sie für das Beste für dich hielten. Außerdem konntest du dank ihnen erkennen, wer deine wahren Freunde sind, richtig? Die, die dich nicht wegen deines Geldes ausnutzen. Es dauerte einen Moment, aber dann schenkte er mir ein sanftes Lächeln und es war, als ob er endlich alles verstanden hätte. Er sah seine Eltern an und sagte, ihr seid verrückt. Aber wenn ihr nicht so etwas Lächerliches getan hättet, hätte ich Amelia nie kennengelernt. Sie hat mich zu dem Mann gemacht, der ich heute bin. Ohne sie und ohne euch beide hätte ich mich nie verändert. Mensch, ich vermisse euch beide. Mama, Papa, danke. Daraufhin brachen sie alle in Tränen aus und fingen an, sich zu umarmen. Und ich stand einfach nur da und auch mir liefen die Tränen über die Wangen. Sie so wieder vereint zu sehen, war so rührend. Und ich vermisste meine eigene Mutter sehr. Danach gingen wir und als wir schweigend nach Hause gingen, blieb Jude plötzlich stehen und drehte sich zu mir um. Amelia, ich danke dir. Danke, dass du mich nie aufgegeben hast und dass du dich um mich gekümmert hast. Und jetzt bin ich dran. Ich möchte, dass du auf die Kunsthochschule gehst und deine Träume verwirklichst. Mach dir keine Sorgen um Geld oder sonst was. Geh einfach und mach deine Mutter und mich stolz. Ich war sprachlos. Ich fing wieder an zu weinen und gab ihm die größte Umarmung meines Lebens. Und wisst ihr was? Wir sind in eine neue Wohnung in der Innenstadt gezogen und ich fange nächste Woche an der Kunsthochschule an. Jude arbeitet in der Firma seines Vaters und ich habe das Gefühl, dass wir uns bald verloben werden. Sagt Jude nicht, dass ich die Ringschachtel gefunden habe, die er in seinem Kleiderschrank versteckt hat. Ja, aber ich werde sicher Ja sagen und dann können wir nach meinem Abschluss heiraten. Es war eine verrückte Zeit, aber ich würde es nicht anders haben wollen. Ich bin so gespannt auf das, was noch kommen wird. Wünscht mir Glück! Hey, ich bin's, Hayley. Dachtet ihr etwa, das Drama endet, wenn ich die Schule abgeschlossen habe? Ha, als ob! Das Drama scheint einen Weg zu haben, mich zu finden. Die Träume von mir und meinen Swingclub-Freunden führten uns alle in verschiedene Richtungen. Anna und Kurt gingen nach New York, um die Musikrichtung, die sie liebten, weiter zu studieren. Während ich und Phil nach L.A. zogen, um uns dort am College einzuschreiben. In L.A. zu leben war fantastisch, aber auch harte Arbeit. Es war nicht nur schwierig, es in der Musikindustrie zu schaffen, an einem Ort, an dem alle andere das Gleiche zu wollen schienen, sondern ich sah meinen Ex-Freund Eric und das Mädchen, für das er mich verlassen hatte, Clara, überall. Auf Plakaten in der Stadt, in Zeitschriften, im Fernsehen und überall anders. Aber egal, glücklicherweise schaffte es Phil, uns ein paar Auftritte in Cafés und ein paar Bars zu besorgen. Wir gaben immer unser Bestes, auch wenn der Veranstaltungsort oft leer oder voller Betrunkener war. Wir hielten durch, aber es war harte Arbeit und von dem Geld unserer Auftritte blieb kaum etwas übrig, nachdem ich die Miete und die anderen Rechnungen bezahlt hatte. Phil verkaufte einige seiner Songs, wodurch er mehr Geld verdiente als ich. Deswegen bestand er darauf, den Großteil unserer Arbeitssachen zu finanzieren. Ich hatte wirklich ein schlechtes Gewissen, aber ich hatte keine andere Wahl. Also konnte ich nur versuchen, noch härter zu arbeiten. In der Hoffnung, dass ich bald auch mithelfen könnte, damit Phil das Team nicht mehr alleine tragen müsste. Als wir an einem Abend unser Set in der protzigen Lounge beendeten, in der wir jeden Donnerstag auftraten, kam der Manager zu uns rüber und sagte zu mir, »Tolle Show, Leute, wie immer. Könntest du deine Garderobe vielleicht ein bisschen aufpeppen, Hayley?« Du trägst seit Wochen immer die gleichen drei Kleider. Ich glaube, unsere Gäste finden das ein bisschen langweilig. Ich war sprachlos. Das war wirklich demütigend. Ich wusste nicht, wie ich antworten sollte, also zwang ich mich zu lächeln. Dann meldete sich Phil zu Wort. Verstanden. Hayley wird nächste Woche in einem brandneuen Kleid erscheinen. Das schien den Manager zufriedenzustellen, denn er nickte uns zu und ging. Ich wandte mich an Phil. »Warum hast du das gesagt? Wir nehmen doch nächste Woche einen neuen Song auf. Erinnerst du dich? Ich spare immer noch das Geld für die Aufnahme. Wie kann ich mir ein Kleid leisten?« Da lächelte Phil und klopfte mir auf die Schulter. »Mach dir keine Sorgen, ich übernehme das.«
Ich habe gerade meine Tantiemenzahlung erhalten. Lass uns ins Einkaufszentrum gehen, ja? Dann zerrte er mich hinter sich her. Ich wusste, dass Phyllis nur gut meinte, aber um ehrlich zu sein, fühlte ich mich wirklich schlecht bei der ganzen Sache. Phil schien irgendwie alles auf die Reihe zu bekommen. Während ich so knapp bei Kasse war, dass ich mir ohne seine Hilfe nicht mal ein neues Outfit leisten konnte. Meine Güte, wann war ich nur so nutzlos geworden? Als wir zum Einkaufszentrum gingen, bombardierte Phil mich mit Fragen über die Art des Kleides, das ich wollte. Wollte ich ein langes oder ein kurzes, aus Satin, Pailletten? Ich konnte keinen Enthusiasmus vortäuschen, nicht, wenn ich mich so deprimiert fühlte. Als er meine Stimmung spürte, fragte er, »Hey Haley, was ist denn los?« Ich sagte, du sollst dir keine Sorgen ums Geld machen. Ich kaufe das Kleid für dich. Ich antwortete, es ist nur so, dass es mir so leid tut für dich. Ich bin wie eine Art Last, während du offensichtlich gut alleine zurechtkommen könntest. Ich verstehe, wenn du lieber alleine weitermachen willst. Er schwieg eine Minute lang, aber dann legte er seinen Arm um mich und sagte, es tut mir leid, Haley. So habe ich noch nie darüber nachgedacht. Ich bemitleide dich nicht oder so. Ich helfe dir, weil wir Freunde sind, okay? Und ich weiß, du würdest dasselbe für mich tun. Ich schätze, er hatte recht. Freunde halfen sich gegenseitig. Und natürlich hätte ich dasselbe für ihn getan, wenn der Spieß umgedreht worden wäre. Dann sagte er etwas, das ich nicht erwartet hatte zu hören. Außerdem geben mir die Songs, die ich verkauft habe, das Gefühl, dass ich einen Teil meiner Seele weggebe. Sie sind nicht das, was ich schreiben will. Sie sind nur dazu da, Geld zu verdienen. In der Zwischenzeit arbeite ich lieber mit dir, weil wir den gleichen Geschmack haben und deine Stimme einfach großartig ist. Unsere Zeit wird kommen, ich glaube fest daran. Als ich diese Worte hörte, machte mein Herz einen kleinen Hüpfer. Ich war so dankbar, dass ich Phil hatte und wie er glaubte ich auch, dass sich unsere harte Arbeit am Ende auszahlen würde. Und so war es auch. Unsere Zeit war gekommen und sogar viel früher, als wir erwartet hatten. Eines späten Abends hatten Phil und ich in unserem Studio, naja, um genau zu sein, in einer kleinen Ecke in Phils Zimmer, mit einem Text für einen Song zu kämpfen. Plötzlich klingelte mein Handy, es war Anna, und kaum hatte ich abgenommen, schrie sie, »Herzlichen Glückwunsch! Oh mein Gott, warum hast du mir nichts gesagt?« Sie war so laut, dass ich den Hörer vom Ohr weghielt und dann sagte, »Was habe ich dir nicht gesagt? Anna, beruhig dich!« »Du weißt es noch nicht? Dein Lied, Memories«, es ist auf Platz 8 der iTunes-Charts. Du musst sofort nachgucken. Bist du sicher, dass es nicht der Song von jemand anderem ist? Verarsch mich nicht. Du weißt, dass das kein lustiger Scherz ist. Schau doch einfach selbst nach, Haley. Phil recherchierte schnell auf seinem Laptop und es stellte sich heraus, dass es stimmte. Wow, unser Song war wirklich in den Charts. Wir schrien alle aus vollem Halse. Es fühlte sich so unglaublich an. Kurts Glückwunschnachricht kam gleich danach. Ich wusste zwar, dass die Anzahl unserer Plays gestiegen war, aber ich hätte mir nie vorstellen können, dass unser Name mal in den iTunes-Charts stehen würde. Und das war erst der Anfang. Bald meldeten sich jede Menge Plattenfirmen bei uns, darunter auch einige große. Es war alles so überwältigend, alles passierte auf einmal. Aber so aufgeregt wir auch waren, mussten Phil und ich uns gegenseitig sagen, dass wir einen kühlen Kopf bewahren. Und die Sache wirklich durchdenken sollten. Denn dies war eine große Entscheidung, die unser Leben verändern würde. Nach reiflicher Überlegung unterschrieben wir bei Daystar Records, einem kleinen, neu gegründeten Plattenlabel. Dean, der CEO, war recht jung, aber ein talentierter Mann, der schon für viele große Labels gearbeitet hat. Und wir glauben, dass er unsere Vision am besten verstand. Wir hatten uns dafür entschieden, die Leidenschaft an die erste Stelle zu setzen, über den Ehrgeiz nach sofortigem Geld und Ruhm. Und unser Neuanfang mit Daystar machte sofort an dem Tag Schlagzeilen, an dem wir den Vertrag unterzeichneten. Sowohl unsere Familien als auch unsere Freunde vom Swing Club überschwemmten uns mit Glückwunschbotschaften. Endlich! Träume können also wirklich wahr werden. Ich konnte es immer noch nicht fassen. Den ersten Tag, an dem wir tatsächlich bei Daystar Records als deren Künstler arbeiteten, bin ich buchstäblich den ganzen Weg dorthin gehüpft. Das ist kein Scherz. Dean wartete schon an der Tür, um uns zu begrüßen. Dann führte er uns herum und stellte uns allen vor. Neben verschiedenen Übungsräumen wurde uns auch ein eigenes kleines Studio zur Verfügung gestellt. Nun hatte Phil einen Platz für sein Equipment und um seine Songs ordentlich zu produzieren. Dean verschaffte uns sogar Auftritte in einigen TV-Shows und organisierte einige Interviews. Das half wirklich, unsere Fanbase zu vergrößern und die Leute begannen uns auf der Straße zu erkennen. Es war so verrückt. Ich war nur ein normales Mädchen mit einer Liebe zur Musik gewesen und jetzt hatte ich echte Fans. Eines Tages stand ich in der Gesangskabine und übte meinen Text, als ich ein Klopfen an der Tür hörte. Ich öffnete sie und sah, dass ein Mitarbeiter einen riesigen Strauß lila Pfingstrosen in der Hand hielt.
Meine Lieblingsblumen. Ich öffnete die Karte, die an ihnen hing. Haley, du bist wie diese Blumen erblüht. Bitte vergiss nie, wie bezaubernd deine Stimme ist und lass deine Träume nie los. Ich weiß, dass du bald ganz oben ankommen wirst. Ich glaube an dich. Ich drehte die Karte um, aber es stand kein Name drauf. Vielleicht waren sie von meiner Mutter und sie hatte vergessen, ihren Namen darauf zu schreiben. Oder vielleicht waren sie von einem Fan? So oder so, ich war tief gerührt. Ich bewahrte die Karte in meiner Handtasche auf, als Erinnerung daran, weiterzumachen. Für mich selbst und für die Menschen, die mich unterstützen und an mich glauben. Die nächsten Monate vergingen wie im Flug und ich war zufrieden damit, wie sich mein Leben in der Stadt der Engel entwickelte. Es gab jedoch eine Sache, die mich störte. Wahrscheinlich war es nichts, aber Dean machte mich ein wenig unruhig. Es waren wirklich kleine Dinge, wie zum Beispiel, dass er mir Kaffee brachte, wenn er wusste, dass ich im Übungsraum war. Und an den Tagen, an denen ich spät von der Arbeit kam, schrieb er mir eine Nachricht und fragte, ob ich gut nach Hause gekommen sei. Er schlug sogar vor, ein Klappbett für das Studio zu besorgen, damit ich dort übernachten konnte, wenn ich es wollte. Ja, ich weiß, er wollte wahrscheinlich nur nett sein. Aber immerhin war er ein verheirateter Mann. Ich sah ihn nur als einen großen Bruder. Ich fühlte mich jedes Mal unwohl, wenn er sich mir gegenüber so verhielt. Ich wollte keine Grenze überschreiten. Also hielt ich es für das Beste, mich so weit wie möglich von ihm zu distanzieren. Eines Tages gab es eine Album-Release-Party für einen sehr berühmten Sänger und Dean wollte, dass ich und Phil mitkamen. Die Party war riesig. Ich wusste, dass viele andere Berühmtheiten dort sein würden. Und es wäre eine tolle Chance für uns, neue Kontakte in der Branche zu knüpfen. Ich sprang vor Aufregung auf und ab und schüttelte Phils Arm. Oh mein Gott, wir müssen... Dann meldete sich Phil zu Wort. Ich glaube, ich passe. Du solltest Haley mitnehmen. Ich stehe nicht auf diese Art von lauter Party. Sorry. Ich beende lieber den Song, an dem ich arbeite. Ich schicke dir bald das Demo. Daraufhin antwortete Dean. Kann ich verstehen. Ich bin auch nicht so scharf auf diese Partys. Aber es ist Arbeit für mich, weißt du? Dann wandte er sich an mich. Ich hole dich dann von hier ab. Morgen um 8, okay? Ich war sprachlos. Ich würde auf keinen Fall zu der Party gehen, wenn Phil nicht mitkam. Ich meine, es wäre so peinlich, wenn nur ich und Dean hingehen würden. Also antwortete ich schnell. Ich glaube, ich kann auch nicht mitkommen. Mir ist gerade eingefallen, dass ich morgen einen Termin habe. Ich komme das nächste Mal mit. Ich zwang mich zu einem Lächeln. Dean starrte mich eine Sekunde lang mit Verwirrung in seinen Augen an, bevor er sagte, »Oh, das ist wirklich schade. Das könnte eine große Chance für euch sein. Sagt mir Bescheid, wenn ihr eure Meinung ändert, okay?« Dann ging er. Ich hatte natürlich null Termine und ich war traurig, die Party zu verpassen. Aber ich fühlte mich nicht wohl in Deans Nähe und es würde sicher bald eine weitere Chance geben. Später an diesem Tag, als ich gerade nach Hause gehen wollte, hörte ich, wie mich jemand von hinten rief. »Haley, warte mal! Ich muss dir etwas sagen!« »Oh nein! Das klang wie Dean! Oh je, was hatten wir denn zu besprechen?« »Hey, ich bin's wieder, Haley. So toll es auch ist, berühmt zu sein, es bringt auch einige Probleme mit sich.« Erstens ist es ziemlich unangenehm, Eric, einen berühmten Ex, ständig um mich zu haben. Zweitens sind es all die unbekannten Faktoren, die es mit sich bringt, in der Öffentlichkeit zu stehen. Zum Beispiel hatte ich Backstage bei meiner ersten kleinen Show Angst, da ich mir ziemlich sicher war, dass jemand gerade ein Foto von mir in meinem offenen Kleid geschossen hatte. Ich sah Dean besorgt an. »Hast du gesehen, wer das war? Warum sollte jemand solche Fotos machen? Oh nein!« »Was, wenn sie die an die Presse verkaufen?« Dean warf mir einen beruhigenden Blick zu und sagte, »Keine Sorge. Ich verspreche, ich werde auf jeden Fall herausfinden, wer er war. Und jetzt entspann dich bitte, denn dein Auftritt beginnt jede Minute. Und du willst doch nicht, dass sich das hier auf ihn auswirkt, oder?« Dann sah ich zu, wie er ging. Was er sagte, machte Sinn. Das war eine wichtige Show für mich und Phil, also durfte ich es nicht vermasseln. Während ich auf der Bühne stand, schob ich alle meine Sorgen beiseite und konzentrierte mich nur auf das, was ich am besten konnte, singen. Wir blieben nach der Show noch ein wenig und hatten ein kleines Fantreffen. Es war verrückt, unter Leuten zu sein, die meinen Namen kannten und Selfies mit mir machen wollten. Phil bekam auch viel Aufmerksamkeit. Es schien, dass er ein Hit bei den Fangirls war. Ich hörte sie sagen, wie gut aussehend und wie cool sie ihn fanden. Phil behielt zwar ein ernstes Gesicht, aber ich wusste, dass ihm die Aufmerksamkeit wirklich gefiel. Ich meine, kommt schon, wem würde das nicht gefallen? Dann rief sogar jemand, dass Phil und ich ein schönes Paar wären.
Phil brach fast in Gelächter aus und ich lächelte nur schüchtern. Dann fragte mich ein Mädchen, ob ich irgendwelche Pläne außer dem Singen hätte. Ich wusste nicht, wie ich antworten sollte, da ich noch nie darüber nachgedacht hatte, etwas anderes zu tun als zu singen. »Du solltest anfangen zu vloggen«, schlug ein Mädchen vor. »Oder du könntest in Filmen mitspielen«, sagte ein anderes. »Oh, das klang gar nicht so schlecht.« Wenn ich darüber nachdachte, etwas Neues neben meinem Gesang auszuprobieren, könnte das helfen, unsere Musik zu promoten und meine Popularität zu steigern. Das war definitiv etwas, das man in Betracht ziehen konnte, dank meiner großartigen Fans. Dann, wie es der Zufall wollte, fand ich heraus, dass ein berühmter Regisseur ein Vorsingen für eine Nebenrolle in seinem Projekt veranstaltete. Es war eine perfekte Chance für Anfänger wie mich, von diesen erfahrenen Schauspielern zu lernen. Außerdem würde es nicht viel Zeit in Anspruch nehmen, sodass ich noch genug Zeit für die Musik haben würde. Also meldete ich mich sofort zur Teilnahme an. Der Tag des Castings kam und ich war aufgeregt, aber auch sehr ängstlich. Das letzte Mal, dass ich an einem Casting teilgenommen hatte, war in meinem ersten Jahr im Swing Club gewesen. Wow, die Zeit verging wirklich wie im Flug. Ich saß im Warteraum, als ich ein bekanntes Gesicht in der Ecke sitzen sah. Es war Eric. Er wollte anscheinend auch für eine Rolle vorsprechen. Plötzlich trafen sich unsere Augen, aber ich wich seinem Blick sofort aus. Mein Herz setzte für einen Moment aus und das lag nicht an den Nerven, sondern daran, ihn zu sehen. Sogar nach all dieser Zeit hatte er immer noch diese Wirkung auf mich. Seufz. Bevor ich mich entscheiden konnte, ob ich zu ihm gehen und ihn begrüßen sollte oder nicht, kam ein sehr heißer Typ auf mich zu. Ich erkannte ihn aus ein paar Kinofilmen und wusste, dass er eine große Nummer war. Er lächelte mich an und sagte, »Bist du Hayley, die Sängerin?« Ich nickte zurück, ehrfürchtig, dass dieser super berühmte Typ wusste, wer ich war. Er setzte sich neben mich und fragte mich, ob ich wegen des Castings aufgeregt war. Ich sagte ihm, dass ich ein bisschen Angst hätte. Also fing er an, mir von einigen seiner früheren Castings und Erfahrungen zu erzählen. Zuerst war es toll, diese Dinge von einem Profi zu hören. Aber dann fragte er mich, ob ich am Wochenende mit ihm abhängen wolle. Ich begann, mich wegen seines flirtenden Verhaltens ein wenig unwohl zu fühlen. Aber ich wusste nicht, wie ich höflich Nein sagen sollte. Ich versuchte, seinen Blicken auszuweichen, während ich mir eine Ausrede überlegte. Und plötzlich dachte ich an Eric, also schaute ich in seine Richtung, aber er war schon weg. In der Zwischenzeit rutschte dieser Schauspielertyp immer näher an mich heran, legte seinen Arm um meine Schulter und streichelte mein Haar. Ich geriet irgendwie in Panik, dann spürte ich plötzlich, wie jemand meine Hand packte und mich wegzog. Wie sich herausstellte, war es Eric. Was tat er da? Eric zog mich auf den Balkon am Ende des Flurs. Ich starrte ihn an. Warum hast du das getan? Du kannst mich nicht immer, wenn du willst, einfach irgendwo hinziehen. Er erwiderte, ich mag es nicht, wenn du mit anderen Typen plauderst, schon gar nicht mit solchen Schleimern wie ihm. Ich spürte, wie mein Herz schneller schlug, aber ich versuchte, einen kühlen Kopf zu bewahren, als ich antwortete, du hast nichts zu bestimmen, mit wem ich reden darf und mit wem nicht. Wir sind nicht einmal Freunde. Eric sah mich mit traurigen Augen an. Es tut mir so leid, Hayley. Ich wollte nie, dass es so weit kommt. Bitte verzeih mir. Ich vermisse dich. Das war so typisch für Eric, mich vor meinem Vorsprechen noch so wütend zu machen. Also knurrte ich. Deine Entschuldigung nützt mir nichts. Du hast keine Ahnung, wie sehr du mich verletzt hast. Unerwartet erwiderte er. Ich werde mit Clara Schluss machen. Naja, die Wahrheit ist, dass zwischen mir und Clara von Anfang an nichts war. Ha, das kommt mir bekannt vor. Du musst dasselbe zu Clara gesagt haben, um mit ihr zusammenzukommen, als du noch mit mir zusammen warst, richtig? Sagte ich und begann wegzugehen. Er antwortete mit leiser Stimme. Unsere ganze Beziehung wurde von der Plattenfirma erzwungen. Ich blieb sofort stehen und sah ihn an. Dann sagte ich wütend, oh, du glaubst also, dass ich dir jetzt einfach wieder so glaube? Ich bin nicht mehr das unschuldige Mädchen, das alles glaubt, was du sagst. Nach einem Moment des Schweigens seufzte er und erzählte mir dann alles. Als er berühmt wurde und mit Clara zusammenarbeitete, zeigte sie immer offen ihre Zuneigung zu ihm. Obwohl Eric ihr oft gesagt hat, sie solle aufhören. Und einmal gestand sie ihm sogar ihre Gefühle für ihn. Er wies sie sofort zurück, da er mit mir zusammen war und er sie nicht auf diese Weise mochte. Ich verdrehte meine Augen und sagte, ja natürlich,
Wenn du ihre Gefühle wirklich sofort zurückgewiesen hättest, dann wären wir gar nicht erst in dieser Situation. Eric unterbrach mich sofort. Bitte hör mir erst einmal zu. Dann fuhr er fort. Clara hat die Zurückweisung nicht gut verkraftet. Also hat sie unser Foto auf Instagram gepostet und Gerüchte in der Presse verbreitet, dass wir zusammen sind. Damals war ich wütend und wollte die Presse korrigieren, aber Will hielt mich davon ab. Er sagte sogar, dass unsere Dating-Gerüchte bei unseren Fans sehr gut ankamen. Also sagte er mir, ich solle einfach mitspielen. Ich sah ihn direkt an und sagte, okay, es ist also nichts zwischen euch beiden. Aber du hast dich trotzdem entschieden, auf die Plattenfirma zu hören und mich ohne jede Erklärung zu verlassen, richtig? Er sagte, es tut mir so leid. Aber sie haben mir versprochen, dass es nur so lange dauert, bis das Duett mit Clara veröffentlicht wird. Außerdem haben sie sogar angeboten, dir zu helfen, berühmt zu werden, sobald das alles vorbei ist. Deshalb habe ich das alles ertragen. Ich habe es für dich getan. Wow, diese ganze Sache war unglaublich. Ich hätte nicht erwartet, dass die Plattenfirma so etwas tun würde. Aber Gott sei Dank stellte sich heraus, dass da wirklich nichts zwischen Eric und Clara war, genau wie ich vermutet hatte. Also sagte ich, du hättest es trotzdem nicht tun müssen. Ich habe es auch so geschafft. Dann lächelte Eric mich an und hielt meine Hand. Ja, ich hätte mir wirklich nicht so viele Sorgen machen müssen. Vor allem, da ich ja weiß, wie talentiert mein Mädchen ist. Hayley, ich habe Mist gebaut, aber ich habe es mit guten Absichten getan. Kannst du mir verzeihen? Meine Gefühle waren ein einziges Durcheinander. Ich war überrascht, glücklich und fühlte mich gleichzeitig schuldig. So verwirrend das alles auch war, ich wusste, dass ich Eric immer noch liebte. Also nickte ich mit Tränen in den Augen, dann zog er mich in seine Arme. Plötzlich erinnerte ich mich an eine Sache. Ich fragte ihn, was ist mit den Blumensträußen? Du hast mir doch diese lila Pfingstrosen geschickt, oder? Er nickte schüchtern. Ja, die waren von mir, damit du wusstest, dass ich an dich gedacht habe. Ich drückte ihn fest an mich und flüsterte, danke. Ich konnte es nicht fassen. Es war, als wäre mir jetzt, wo endlich alles geklärt war, eine riesige Last von den Schultern gefallen. Danach musste ich zum Casting. Ich war mir nicht sicher, wie gut es lief, da meine Gedanken ganz woanders waren. Danach fuhr mich Eric zu einem abgelegenen Teil des Strandes und wir hielten Händchen und gingen am Strand spazieren. Ich war so glücklich, den alten Eric wiederzuhaben. Den wahren Eric, in den ich mich verliebt hatte. Eric und ich waren also wieder zusammen. Aber natürlich hielten wir es vor der Öffentlichkeit geheim. Nur unsere engen Freunde wussten davon. Ich erzählte es Anna und Kurt per Videoanruf und Anna jubelte. Aber Kurt war ein bisschen skeptischer und sagte mir, ich solle vorsichtig sein, denn wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Darüber dachte ich aber ehrlich gesagt nicht viel nach, da ich und Eric immer noch ganz euphorisch waren. Alles schien gut zu laufen, zu gut. Und dann passierte etwas Schreckliches. Eines Tages, während ich versuchte, meinen ersten Song zu Hause zu komponieren, war ich ein wenig lustlos, also surfte ich ein bisschen im Internet in der Hoffnung, etwas Inspiration zu finden. Dann sah ich plötzlich meinen Namen auf Twitter. Also klickte ich schnell auf einen Artikel. In dem Artikel stand, dass ich ein unhöfliches und respektloses Mädchen sei. Was? Es wurde sogar bestätigt, dass die Nachricht von einem berühmten Schauspieler aus der Showbiz-Welt enthüllt wurde. Aber es wurde kein Name genannt. War es etwa dieser Schauspielertyp vom Vorsprechen gewesen? Sicherlich hatte ihn die Tatsache, dass Eric mich plötzlich weggezogen hat, verärgert. Aber er hatte sich mir gegenüber auch nicht gerade gut benommen. Das Problem war nur, dass sich in Hollywood Gerüchte schnell festsetzen. Das Ergebnis war, dass einige meiner Werbeverträge gekündigt wurden. Ebenso wie einige unserer Auftritte. Ein Teenie-Magazin rief sogar im Büro an, um uns mitzuteilen, dass sie mein Interview nicht mehr veröffentlichen würden, da ich einen schlechten Einfluss auf ihre jungen Leser hätte. Es war so peinlich. Es war sehr schwer für mich, aber auch unsere Firma hatte es schwer, mit diesem Skandal umzugehen. Ich fühlte mich so schuldig, dass es das Image des gesamten Unternehmens beeinträchtigen könnte. Allerdings versicherten mir sowohl Dean als auch Phil, dass es vorbeigehen würde und dass bösartige Gerüchte normal waren, wenn man berühmt war. Ich versuchte also stark zu bleiben und hoffte, dass es vorbeigehen würde. Leider wurde meine Anti-Fanbase immer größer. Es gab sogar Foren und Hassclubs, die sich um mich drehten. Selbst wenn man 1000 Komplimente liest, ist der eine negative Kommentar das einzige, was einem im Kopf bleibt. Ich versuchte, sie nicht zu lesen, aber sie waren überall.
Sie sagten schreckliche Dinge über meinen Gesang, meine Outfits und die Art, wie ich aussah. Eines Nachmittags lag ich im Bett und dachte nach, als ich plötzlich die Türklingel hörte. Ich befürchtete, dass es einer der Anti-Fans war, der gekommen war, um mich mit Farbe zu bewerfen oder so. Ich spähte durch den Türspion und sah Eric dort stehen, der einen großen Hut und eine Sonnenbrille trug. Oh mein Gott! Was hatte er hier zu suchen? Ich öffnete schnell die Tür und schaute mich nervös um. Dann zischte ich ihn an. Eric, was machst du hier? Jemand könnte dich sehen. Er antwortete nur. Haley, du bist der wichtigste Mensch in meinem Leben. Ich würde alles für dich eintauschen. Seine freundlichen Worte machten mich wirklich glücklich. An diesem Abend kochte Eric mir ein leckeres Essen. Dann brachte er mir bei, wie man mit Hatern umging und die Kommentare ignoriert. Ich fühlte mich wie das glücklichste Mädchen der Welt. Aber leider war damit noch nicht alles vorbei. Ich räumte gerade mein Zimmer auf, als mich ein Anruf erreichte. Oh, meine große Schwester! Sie wohnt bei meiner Mutter, deshalb haben wir uns ein Jahr lang nicht gesehen. Blair, lange nicht mehr gehört! Wie ist es dir ergangen? Aikianen, naja, nicht so gut. Mama ist weg. Oh nein, was ist passiert? Dann erzählte mir Blair, dass es an Moms Schulden lag. Sie war vor den Kredithaien geflohen und hatte meine Schwester zurückgelassen. Das ist ja furchtbar! Also sagte ich ihr, sie solle bei uns wohnen. Sie willigte ein, aber dann wurde mir klar, dass es nicht wirklich in meinem Sinne war, dass Blair hierbleiben würde. Naja, ich kann sie ja nicht wirklich in Gefahr bringen, oder? Später beim Abendessen erzählte ich meiner Familie von Blairs aktueller Situation. Oh, wie schrecklich. Ja, Blair muss herkommen und bei uns bleiben. Juhu! Ihre Freundlichkeit überraschte mich nicht, denn meine Stiefmutter und meine Stiefschwester Chrissy waren schon so nett zu mir, seit ich hier eingezogen war. Weißt du, was noch cooler ist? Chrissy ist ein aufstrebender Teenie-Popstar, aber sie ist so süß. Wir verstehen uns super gut und sie hat mir sogar alles über ihren geheimen Freund Damien erzählt. Die beiden waren schon lange zusammen, bevor Chrissy berühmt wurde und hielten ihre Beziehung seitdem aus der Öffentlichkeit heraus. Das ist so aufregend, ich habe Blair seit der Trennung unserer Eltern nicht mehr gesehen. Das Gästezimmer wird ihr gehören und wir werden wieder unter einem Dach leben. Blair ist quasi mein alter Ego. Sie ist hübsch, aufgeschlossen und beliebt, während ich eher ein Stubenhocker bin. Wenn ich so darüber nachdenke, sehe ich viel von Blair und Chrissy. Sie sind beide so extravertiert und selbstbewusst, dass sie sich prima verstehen werden. Aber zur Überraschung aller tauchte Blair auf und sah ganz anders aus. Wow, es scheint, als hätte das Leben mit der partywütigen Mutter Blair eindeutig beeinflusst. Hallo Blair, ich bin Stacy und das ist meine Tochter Chrissy. Willkommen in Portland. Du bist sicher müde von deiner Reise. Lass mich deine Tasche nehmen. Klar. Aha, es scheint so, als wären alle aufgeregt über Blairs Ankunft, nur Blair nicht. Vielleicht ist sie nur müde? Ich zeigte Blair ihr Zimmer und half ihr beim Auspacken. Oh mein Gott, sie sind unausstehlich. Wie kannst du mit ihnen leben? Sie denken, dass sie so viel besser sind als alle anderen. Was? Blair hatte nur 5 Sekunden mit ihnen gesprochen. Warum mochte sie sie so wenig? Gib ihnen eine Chance, sie sind wirklich nett. Blair ist wahrscheinlich nur gestresst von der ganzen Muttersache. Hoffentlich merkt sie mit der Zeit, wie toll Stiefmutter und Chrissy sind. Aber nein, nach dem Unterricht kamen sowohl Chrissy als auch Blair auf mich zu. Hey, wollen wir was zusammen machen? Ich habe sie zuerst gefragt. Oh, dann können wir ja alle zusammengehen. Tut mir leid, Chrissy. Es ist nur so, dass wir uns schon ewig nicht mehr gesehen haben und wir viel nachzuholen haben. Vielleicht können wir morgen zu Sephora gehen, um die neue Anastasia-Palette auszuprobieren, die du so magst. Klar, viel Spaß. Dann ging Chrissy. Sie will wirklich, dass wir alle zusammen abhängen. Oh, bitte. Sie denkt, nur weil sie beliebt ist, kann sie immer ihren Willen durchsetzen. Sie ist mittelmäßig. Uff, okay, vielleicht ist es am besten, keine meiner Schwestern zu erwähnen, um einen dritten Weltkrieg zu vermeiden. So ging es eine Weile weiter. Ich hing abwechselnd mit Blair und mit Chrissy ab. Einmal, als Blair in meinem Zimmer chillte, bemerkte ich, wie sie auf ihr Handy schaute und lächelte. Sieht aus, als hätte unsere Freundin endlich etwas gefunden, das ihr Spaß macht. Ich fragte sie aufgeregt, was sie da anschaute. Sieh mal, ist er nicht süß? Er geht auch auf unsere Schule. Warte, nein, das kann nicht sein. Das ist Damien, der heimliche Freund von Chrissy. Wenn Blair erfährt, dass das Mädchen, das sie hasst, die Freundin ihres Schwarmes ist, ist die Hölle los. Ich frage, ob er mit mir ausgeht. Wirklich? Er ist so beliebt, dass er bestimmt schon hunderte von Mädchen um den Finger gewickelt hat. Und was ist, wenn er nicht auf dich steht? Du würdest abgewiesen werden und verletzt sein. Was meinst du? Bin ich nicht hübsch genug? Ach
Also, du denkst, dass ein beliebter Typ wie er nur für deine berühmte, fabelhafte andere Schwester Chrissy in Frage kommt. Stimmt's? Nein, nein, so habe ich das nicht gemeint. Du bist umwerfend, eigentlich eine Nummer zu groß für ihn. Du verdienst einen Mann, der nur Zeit für dich hat. Also warum solltest du dich um die Aufmerksamkeit von jemandem wie ihm bemühen? Okay, danke, aber ich werde ihn Montagmorgen nach seiner Nummer fragen. Oh nein, ich hatte Blair gerade versehentlich dazu ermutigt, Chrissys Freund nach einem Date zu fragen. Ich kann nicht verraten, dass Chrissy und Damien heimlich zusammen sind. Aber ich kann auch nicht zulassen, dass Blair den Freund einer anderen stiehlt. Oh, was für ein Schlamassel. Ich wälzte mich die ganze Nacht hin und her. Und als ich aufwachte, beschloss ich, dass ich Blair einfach davon abbringen muss, Damien zu mögen. Ich halte nichts von Catfishing, aber im Moment ist das die einzige Möglichkeit. Hey du bist Blair, richtig? Hier ist Damien aus dem Matheunterricht. Was machst du gerade? Ein paar Sekunden später antwortete Blair. Oh mein Gott, ich habe gerade daran gedacht, mir deine Nummer zu holen. Sieht aus, als würden die ersten Schritte meines Plans funktionieren. Ich schrieb Blair regelmäßig Nachrichten als Damien. Ich stellte sicher, dass er ein Mann mit 1000 Warnhinweisen war, aber aus irgendeinem rätselhaften Grund schien Blair an ihn verliebt zu sein. Ich verlieh ihm ein sehr herausforderndes Temperament. In einem Moment konnte er einen Wutanfall bekommen und im nächsten süß sein. Dann fügte ich ein Bild von Damien in ein Bild von einem unordentlichen Schlafzimmer ein und schickte es an Blair. Sicherlich konnte sie einen narzisstischen, chaotischen Typen wie ihn nicht ausstehen. Es tut mir so leid, Damien, aber ich muss meine Familie retten. Hä, was ist das? Sie schickte ein Bild zurück, auf dem ihr Zimmer noch unordentlicher aussah als sonst. Hä, sie ist doch immer eine absolute Sauberkeitsfanatikerin. Ich musste das mit meinen eigenen Augen sehen. Hey, darf ich mir mal deinen Lockenstab ausleihen und was ist mit deinem Zimmer passiert? Was soll's, wenn's ein bisschen unordentlich ist? Ordentliche Leute sind totale Psychos. Okay, es ist Zeit, persönlich zu werden. Blairs größtes Ärgernis war es, wenn ihr Aussehen kommentiert wurde. Und als sie Damien ein Selfie schickte, hielt ich mich nicht zurück. Babe, kannst du dich nicht etwas damenhafter anziehen? Und du solltest wirklich dieses schreckliche Tattoo verdecken. Voila, so wächst du die Bestie in diesem wilden Mädchen. Doch am nächsten Tag tauchte Blair mit einem völlig neuen Look auf. Schlimmer noch, sie ging direkt zu Damien. Ich musste einen Notfall vortäuschen, um eine Katastrophe zu verhindern. Danach schrieb ich Blair eine Nachricht. Ich bin noch nicht bereit, allen von uns zu erzählen. Bitte versteh das, Babe. Du weißt, dass ich dich mag. So, das sollte sie davon abhalten, sich ihm wieder zu nähern. Trotzdem hörte Blair während des Mittagessens nicht auf, von Damien zu schwärmen und mir seine Nachrichten zu zeigen. Ist er nicht ziemlich unhöflich? Normalerweise lässt du dir von Jungs nicht sagen, was du tun sollst. Ist er nicht? Er ist nur eigensinnig. Darauf stehe ich. Nein, er ist furchtbar. Ich verstehe nicht, warum du ihn magst. Er ist süß. Du kennst ihn noch nicht so gut wie ich. Unsere Liebe ist kompliziert, aber genau das macht sie so besonders. Im Ernst? Das nennst du Liebe? Was weißt du denn schon? Okay, kleiner Liebesguru, wenn du wirklich so erfahren bist, mach diesen Typen zu deinem Freund. Wenn du Erfolg hast, werde ich die Liebe meines Lebens aufgeben. Wenn nicht, werde ich tun, was ich will. Was Blair mir zumutete, war unmöglich. Dieser Typ Adrian war genauso beliebt wie Damien. Während Damien der Freundliche ist, wird Adrian wegen seines eiskalten Äußeren Jack Frost genannt. Man munkelt, dass ihn noch nie jemand lächeln gesehen hat. Gibst du auf? Das habe ich erwartet. Dann geh zur Seite, Schwester. Da ich keine andere Wahl hatte, stimmte ich der Wette zu. Das ist für Blair, für Chrissy, für Papas Glück. Hi, Adrian, richtig? Hast du heute Abend Zeit? Oder wann auch immer? Er warf mir einen kalten Blick zu und unterhielt sich dann weiter mit Damien. Bitte, ich muss eine Wette mit meiner Schwester gewinnen. Ein Lächeln von dir reicht aus, um das Schicksal einer ganzen Familie zu retten und zu verhindern, dass zwei Mädchen obdachlos werden. Adrian warf mir einen seltsamen Blick zu. Dann brach er in Gelächter aus und nahm meine Hand. Na klar, ich freue mich schon auf unser Date heute Abend. Ich ging verwirrt weg. War das wirklich gerade passiert? Adrian macht sicher nur Spaß. Aber nein, er tauchte tatsächlich an diesem Abend vor meiner Haustür auf. Das bedeutete doch, dass ich die Wette gewonnen hatte, oder? Also rief ich Blair an, um es ihr zu zeigen, aber sie winkte nur ab. Das beweist gar nichts. Rede mit mir, wenn der Eisjunge dir seine Liebe gesteht. Mann, das bedeutet wohl, dass ich auf ein Date gehe. Die Spannung hier drin war greifbar, also beschloss ich, die peinliche Stille zu brechen. Hey, wo gehen wir denn hin? Ich meine, das ist doch kein richtiges Date, oder? Es ist definitiv echt. Du hast darauf bestanden. Ich muss so benommen ausgesehen haben, dass er fortfuhr. Keine Sorge, ich will dich nicht verarschen. Wie auch immer, es wird dir gefallen, wo ich dich hinbringe. Ich dachte immer, dass er nicht lächeln kann, aber es stellte sich heraus, dass er sogar noch süßer aussieht, wenn er lächelt. Ein Autokino, wow, ich hatte so etwas schon in alten Filmen gesehen, aber ich hatte keine Ahnung, dass es das noch gibt. Also was ist mit deiner Schwester Chrissy eigentlich los? Du hast deine Wette erwähnt.
Du weißt, dass Chrissy meine Schwester ist? Natürlich, das ist ja nicht gerade ein Geheimnis. Außerdem bin ich mit dem Freund von Chrissy befreundet. Also, du weißt es? Ja, es gibt keine Geheimnisse zwischen mir und Damien. Und keine Sorge, ich halte ihm den Rücken frei. Kannst du mir jetzt meine Frage beantworten? Ich mochte diese andere Seite von Adrian. Und bevor ich mich zurückhalten konnte, erzählte ich ihm, dass die Wette nicht mit Chrissy, sondern mit meiner anderen Schwester Blair geschlossen worden war. Und dass ich mich gegenüber Blair als Damien ausgab, um meine Familie zu schützen. Aber das funktionierte kaum. Boah, das ist heftig. Geheimnisse machen die Dinge echt kompliziert. Das Leben wäre sicher einfacher, wenn wir einfach wir selbst sein könnten. Warum hast du dich dann für ein Date mit mir entschieden? Findest du das nicht seltsam? Nein, nicht wirklich. Normalerweise fragen mich die Mädchen nicht nach einem Date. Als ich zu Hause ankam, fühlte ich mich wie auf Wolke 7. Aber dann ging ich an Chrissys Zimmer vorbei und sah, wie sie sich aufregte. Ich fragte sie, was los ist. Es ist Damien. Er will, dass wir es öffentlich machen, aber ich habe ihm gesagt, dass ich noch nicht so weit bin. Ich mag es, diesen Teil von mir privat zu halten und ich will nicht, dass Damien der Kritik ausgesetzt ist. Aber er hat es nicht verstanden und dachte, ich würde mich für ihn schämen. Oh, Chrissy, was für eine Qual. Gib ihm Zeit. Ich bin mir sicher, dass er wieder zu sich kommt. Aber die Schulaufführung ist in ein paar Tagen. Wie soll ich in diesem Zustand auf die Bühne gehen? Ich hasste es, Chrissy so niedergeschlagen zu sehen und dachte an Adrian und was er bei unserem Date zum Thema Ehrlichkeit gesagt hatte. Ich weiß nicht viel über den Druck, den der Ruhm auslöst, aber ich weiß, dass deine Gefühle für Damien echt sind. Ich glaube nicht, dass man Liebe verstecken sollte. Ehrlichkeit ist die beste Strategie. Es mag am Anfang schwer sein, aber ihr könnt es gemeinsam durchstehen. Und jetzt zu meinem Fall. Ich sollte auch meinen eigenen Rat befolgen und mit dem Catfishing aufhören, bevor die ganze Sache aus dem Ruder läuft. Ich überlegte angestrengt, wie ich es Blair am besten beibringen konnte, als wir am nächsten Tag zur Schule gingen. Nach langem Zögern zog ich sie vor dem Betreten der Schule beiseite, um mit ihr zu reden. Noch bevor ich zum Hauptteil kommen konnte, ging Damien vorbei und seltsamerweise blinzelte Blair nicht einmal. Als sie meine Verwirrung sah, sagte sie, »Gestern hat er alle meine Nachrichten ignoriert. Du hast recht, ich verdiene jemand Besseres. Ach, was wolltest du mir sagen?« »Oh, das, mein Date mit Adrian war fantastisch.« Das habe ich alles dir zu verdanken, also danke. Und das mit Damien tut mir leid. Ist schon okay. Seltsam, gab meine verliebte Schwester wirklich so schnell auf? Aber egal, wenigstens ist jetzt alles vorbei. Puh, und ich muss mich nicht mehr outen. Der Tag von Chrissys Auftritt war gekommen. Adrian, Damien und ich hatten Backstage-Zugang. Eigentlich wollte ich sie emotional unterstützen, da Chrissy allen von ihrer Beziehung zu Damien erzählen wollte. Auch für Damien war das eine Überraschung. Er dachte, er wäre nur hier, um einen besseren Blick auf Chrissy zu werfen. Sie legte einen tollen Auftritt hin und das Publikum liebte sie. Danke an alle, vielen Dank. Eigentlich ist heute ein ganz besonderer Tag, denn ich habe etwas... Doch plötzlich stürmte Blair auf die Bühne und schnappte Chrissy das Mikrofon weg. Wie wäre es, wenn wir diesen Tag mit dieser Neuigkeit noch besonderer machen? An alle, sie hatte die ganze Zeit einen heimlichen Freund. Sie hat den armen Karl dazu gebracht, sich im Schatten zu verstecken, damit sie ihr blitzsauberes Image behalten kann. Sie hat euch alle jahrelang belogen. Ist so jemand eure Unterstützung wert? Kaum hatte sie zu Ende gesprochen, rannte Blair davon. Buhrufe ertönten aus der Menge. Viele Leute begannen, die Situation in echter Klatschblatt-Manier zu kommentieren. Was ist das, die VMA-Verleihung 2009? Das gibt's doch nicht, meine Chrissy ist vergeben? Währenddessen bekam Chrissy eine Panikattacke und erstarrte auf der Bühne. Ich wusste nicht, was ich tun sollte und Damien auch nicht. Zum Glück blieb Adrian ruhig und schnappte sich das Walkie-Talkie, das mit Chrissys In-Ear-Gerät verbunden war. Chrissy, hör mir zu. In Zeiten wie diesen gibt es nur einen Ausweg, nämlich sich der Wahrheit zu stellen und das Heft des Handelns wieder in die Hand zu nehmen. Ich sah Adrian an und erkannte etwas über mein eigenes Problem. Dazu später mehr, aber jetzt wollen wir erst mal sehen, wie Chrissy damit umging. Ja, das war's mit meiner großen Enthüllung. Ja, ich bin in einer Beziehung, aber ich habe es nur geheim gehalten, weil ich mein Privatleben von meinem Beruf trennen wollte. Es ist nicht so einfach, gleichzeitig eine öffentliche Person und ein Teenager zu sein. Also wollte ich meinen Schatz nicht zu früh in dieses Leben hineinziehen. Wenn ich darüber nachdenke, war es vielleicht nicht die beste Art, damit umzugehen. Ich werde von nun an meinen Fans nichts mehr verheimlichen. Und diejenigen, die mich wirklich unterstützen, werden nicht über meine Entscheidung urteilen oder schlecht über sie reden. Leute, ich möchte euch Damien vorstellen, meinen Freund. Das Publikum war begeistert. Oh, das ist so süß. Aber ich hatte immer noch ein Hühnchen mit Blair zu rupfen. Ich suchte überall und fand sie schließlich unter der Tribüne versteckt. Blair, ich bin's nur, bitte komm raus. Ich begann zu erzählen, was gerade passiert war, aber Blair wollte es nicht hören. Ich weiß alles, du hast mich reingelegt, weil du denkst, ich sei eine Idiotin. La 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 la.
Ich ließ ihren Ausbruch beenden und beruhigte mich. Dann entschuldigte ich mich und sagte ihr die Wahrheit. Ich habe es nur getan, weil ich nicht wollte, dass du dich an einen Jungen ranmachst, der schon vergeben ist. Ich weiß, dass ich die ganze Sache völlig falsch angegangen bin, aber ich wollte nur unsere Familie zusammenhalten. Ich hab dich lieb und ich will nicht mehr in deine Eifersucht auf Chrissy verwickelt sein. Wenn du ihr nur eine Chance geben würdest. Du hättest einfach ehrlich zu mir sein können. Das ist alles nur, weil du Chrissy mir vorziehst, nicht wahr? Nein, natürlich nicht. Ich wollte dich nur beschützen und dafür sorgen, dass es keinen weiteren Konflikt zwischen dir und Chrissy gibt. Es tut mir so leid. Bitte verzeih mir. Eigentlich bin ich nicht eifersüchtig auf Chrissy, weil sie berühmt und wunderschön ist. Sondern weil ihr euch wirklich nahesteht. Wir standen uns früher so nah, als sich unsere Eltern scheiden ließen. Und jetzt ist es, als ob ich ersetzt worden wäre. Blairs Ehrlichkeit rührte mich zutiefst. Ich umarmte sie, aber dann wurde mir klar, dass wir nicht allein waren. Eigentlich bin ich eifersüchtig auf dich, Blair. Kiernan redet immer nur von dir. Und ich habe das Gefühl, dass ich, obwohl wir uns nahestehen, nicht mit ihrer richtigen Schwester mithalten kann. Oh, die Spannungen zwischen den beiden waren also nicht nur wegen eines Jungen. Es ging tatsächlich um mich. Für mich seid ihr beide meine richtigen Schwestern und ich liebe euch von ganzem Herzen. Kommt schon, Schwestern kuscheln. Ach übrigens, woher wusstest du, dass ich so tue, als wäre ich Damien? Ich habe dein Gespräch mit Chrissy mitbekommen. Es hat nicht lange gedauert, bis ich herausgefunden habe, dass du mir eine Nachricht geschickt hast und nicht der echte Damien bist. Wenn wir schon dabei sind, fand ich es besorgniserregend, dass du immer noch in ihn verknallt warst, trotz all der Warnsignale. Bitte lass mich in Zukunft deine Verabredung zuerst überprüfen. Du lässt dich zu leicht von gutem Aussehen blenden. Oh je, deshalb müssen wir Mädchen zusammenhalten, vor allem wenn es um Jungs geht. Anjuaseo, ich bin Min-Zi aus Seoul. Glaubst du, dass Verschwörungstheorien real sind? Ich glaube das nämlich. Bevor ich dir meine paranormale Geschichte erzähle, bitte ich dich, meinen Kanal zu liken und zu abonnieren. Über mich gibt es nicht viel zu sagen. Ich bin schüchtern, introvertiert, aber vor allem habe ich große Ambitionen für Webtoons der Kategorie Horror. Ahem! Das ist doch einmalig, oder? Ich habe schlaflose Nächte damit verbracht. Geh für 30 Minuten auf den Flur und knie dich hin, jetzt! Oh Mann! Die gruselige Min-Zi hat's schon wieder getan. Will sie die ganze Klasse mit diesen hässlichen Kritzeleien quälen, oder was? Hässlich? Naja, nicht so hässlich wie deine Großmutter. Die ganze Klasse erschrak wegen meiner unsensiblen Worte. Aber es ist das Mädchen, Subin ist doch daran schuld. Egal wie sehr ich mich in meinen Entwurf vertieft habe, am Ende war es nur eine weitere Gelegenheit für Subin und ihre Clique, um mich auszulachen. Und dank meiner schlechten Kommunikationsfähigkeiten will niemand mehr mein Freund sein. Außer Hajun, mein Jugendfreund, der immer so nett zu mir war. Ganz zu schweigen davon, dass er gut aussieht, freundlich und klug ist. Du kannst dir vorstellen, dass ich in ihn verknallt bin, oder? Aber natürlich hatte ich nicht den Mut, es ihm zu sagen. Eines Tages fuhr ich mit dem Fahrrad durch die Gegend, als ich plötzlich Flyer von Blackwood Publishing sah. Dem größten Webtoon-Verlag, der nach einem Comic-Mitarbeiter sucht. Oh wow, ich könnte meine Bewerbung an sie schicken. Aber hätte ich eine Chance? Ich wette, die Kandidaten sind viel talentierter als ich. Ich sollte wohl besser aufhören zu träumen. In diesem Moment raste ein Skater-Kid auf mich zu. Ich konnte ihm ausweichen, landete aber auf dem Bürgersteigzaun. Ich spürte, wie ich durch die Luft flog und dann wurde alles schwarz. Als ich die Augen aufmachte, lag ich im Krankenhausbett. Mama und Papa saßen neben mir. Sie sahen aus, als könnten sie es nicht fassen und brachen dann in Tränen aus. Min-Zi, Schatz, du bist endlich wach. Gott sei Dank. Du lagst einen ganzen Monat lang im Koma. Wir waren Krankvorsorge. Moment mal, einen ganzen Monat lang im Koma? War ich so schwer verletzt? Ich brauchte ein paar Tage, um mich zu erholen und das alles zu verarbeiten, bevor ich wieder zur Schule ging. Ich wette, die anderen Kinder haben nicht mal gemerkt, dass ich einen Monat lang gefehlt habe. Doch plötzlich sprang mir jemand in den Rücken. Subin? Ach, hier bist du, Orichingo. Lass uns heute einkaufen gehen. Das Kleid, das du mir letztes Mal ausgesucht hast, war perfekt für mein Date. Welches Kleid? Bin ich jetzt mit diesem gemeinen Mädchen befreundet? Und nicht nur sie, auch alle anderen schienen auf einmal freundlich zu mir zu sein. Sie gaben mir Kekse, trugen mein Essenstablett und liehen mir sogar ihre Notizbücher. Das ist seltsam, aber irgendwie auch nett. Nur die einzige Person, die mir wirklich wichtig war, ignorierte mich einfach. Hey, Hajun, warte mal, geht's dir gut? Mir geht's gut. Das geht dich gar nichts an. Oh, ich wollte nur mal nach dir sehen. Könnte der heutige Tag noch merkwürdiger werden? Ja, konnte er. Als ich nach Hause kam, erhielt ich plötzlich eine E-Mail von Blackwood Publishing. Glückwunsch, dein digitaler Comic ist jetzt offiziell auf unserer Website veröffentlicht. Um deinen Erfolg zu feiern, komm bitte morgen in unser Büro.
Ist das ein Scherz? Ich sah schnell nach und es war keiner. Mein Comic stand buchstäblich in der Überschrift. Aber wie ist das möglich? Ich nahm all meinen Mut zusammen und ging zum Verlag. Sobald ich eintrat, war ich von der Anlage überwältigt, denn es war alles so neu für mich. Aber in diesem Moment scharte sich eine Gruppe von Leuten um mich und redete ununterbrochen auf mich ein, als ob sie mich schon kennen würden. Ja, unsere Lieblingsboygroup BOF, Boys Over Flowers, gibt heute ein Konzert. Diese Oppas lassen mein Emo-Herz wie verrückt schlagen. Hey, du solltest mit uns kommen, das wird ein Riesenspaß. Oh, aber haben die Jungs nicht nur Lippensynchronisation gemacht und halbherzig getanzt? Ich habe sogar gehört, dass die Leute sagen, es sei Geldverschwendung, zu ihrem Konzert zu gehen. Ey, Leute, habe ich was Falsches gesagt? Plötzlich lief es mir kalt den Rücken hinunter und Hände von einer Person legten sich um meine Hüfte. Mein Busen ist hier. Ha, Perversling! Ich drehte mich um und verpasste ihm eine Ohrfeige. Oh, warum hast du das getan? Ich bin's, die das fragen sollte. Warum hast du mich angefasst? Ist es dein Ernst? Warte, bist du immer noch sauer auf mich? Hä? Mir tut's leid, okay? Jetzt ist dein Freund zum Kuscheln bereit. Freund, als ich das letzte Mal nachgeschaut habe, war ich immer noch total in Hajun verknallt. Wie konnte ich mich nur für diesen Dandy entscheiden? Der Typ war extrem anhänglich. Er wollte mich keine Sekunde allein lassen. Sag mal, hast du nichts zu tun? Etwas zu tun? Doch, hab ich. Ich kümmere mich um das Kunstwerk meines Lebens. Dich? ja, klar. Er bestand auch immer wieder darauf, meinen Webtoon-Entwurf zu sehen, um mir zu helfen, ihn zu optimieren. Von wegen, er hat alles nur noch schlimmer gemacht. Ganz zu schweigen davon, dass das alles ganz neu für mich war, aber alle taten so, als wäre ich das alles schon gewohnt. Das fühlte sich nicht richtig an. Später am Tag erzählte ich meinen Eltern davon und sie sagten, der Arzt habe einen möglichen Gedächtnisverlust aufgrund der Hirnverletzung erwähnt. Es ergibt Sinn, aber warum wirkten sie so besorgt? In den nächsten Tagen versuchte ich, mit meinem neuen Leben zurechtzukommen, obwohl es überhaupt keinen Sinn ergab. Zum Beispiel hatte ich jetzt meinen Lieblingsplatz in der Kantine. Ihr Nerd sitzt auf Minjis Platz. Weg da! Und anscheinend habe ich jetzt ein neues Hobby, Schule schwänzen. Was ist denn los? Das hast du doch schon so oft gemacht. warum habe ich das überhaupt gemacht? Hajun hingegen hielt immer noch Abstand zu mir, bis heute, denn wir hatten eine Projektdiskussion. Ich versuchte, das Eis zu brechen, aber er antwortete nur kalt. Den ganzen Monat über hast du mich sitzen lassen, um mit deinen heißen Freunden abzuhängen. Und jetzt willst du plötzlich wieder mit mir reden? Den ganzen Monat? Was meinst du damit? Du hast dich plötzlich um 180 Grad gedreht und suchst jetzt die Aufmerksamkeit. Du hast sogar diesen gemeinen Mädchen dumme Streiche gespielt und sie dazu gebracht, dich als ihre Anführerin zu bewundern. Aber ich lag den ganzen Monat im Koma. Du machst Witze, oder? Nein, warum sollte ich über so etwas Witze machen? Wer war dann die Minji, die ich im letzten Monat jeden Tag in der Schule gesehen habe? Wollte er damit sagen, dass ich an zwei Orten gleichzeitig war? Wie war das möglich? Hajun stellte eine Reihe von Verschwörungstheorien auf und kam zu dem Schluss, dass ich eine Doppelgängerin hatte. Und sie hatte mich ersetzt, während ich im Krankenhaus war. Es ergab absolut Sinn, aber gleichzeitig war es auch so verrückt. Als Hajun sah, wie erschrocken ich war, tröstete er mich sanft und sagte, dass er mir helfen würde, das zu verstehen. Ich wusste, dass er sich tief im Inneren immer noch um mich sorgte. Während wir diskutierten, kamen Subin und ihre Clique und unterbrachen uns. Hey, Minzi, was machst du denn mit diesem Freak? Denk dran, dass wir uns heute Abend mit den Jungs von der Ansan High treffen. Meetup? Nein, ich glaube, ich kann nicht. Natürlich weiß ich's noch. Darf ich auch kommen? Ich werde meinen Mund halten. Ah, gut, und jetzt beeil dich. Was hast du vor? Deine Hochstaplerin muss von diesem Treffen gewusst haben, also könnte sie dort sein. Das ist unsere Chance, sie zu erwischen. Nur war diese Hochstaplerin nirgends zu finden, während ich mit diesen selbstverliebten Kerlen festsaß. Wo ist deine Dreistigkeit, Minji? Stell dich doch mal vor. Oh, hi. Ich bin Minzi. Ihr könnt mich Sugar Minzi nennen, denn ich bin total süß und ihr wollt sicher mal reinbeißen. Im ganzen Raum herrschte Totenstille. Mädchen, du hast keinen Biss. Ich frage mich, warum du niemanden daten kannst. Alle lachten mich aus. Zum Glück packte mich Hajun an der Hand und holte mich da raus. Oh, hier ist es viel besser. Aber ich konnte nicht anders, als daran zu denken, wie mein Leben wegen dieses Hochstaplers auf den Kopf gestellt worden war. Geht es dir gut? Du musst dich nicht in eine Form zwingen, die nicht zu dir passt. Du bist etwas Besonderes, so wie du bist, und das ist mir lieber als diese Hochstaplerin. Ich spürte, wie sich etwas in meinem Magen zusammenbraute. Ich bin so froh, dass ich ihn immer an meiner Seite habe. Am nächsten Morgen kamen plötzlich Subin und ihre Clique zu mir, um sich dafür zu entschuldigen, dass sie mich ausgelacht hatten. Aber warum? Hä, bist du nicht gestern Abend wiedergekommen und hast uns angeschnauzt und gesagt, wir sollen uns in aller Form bei dir entschuldigen? Hab ich das? Die Hochstaplerin war also tatsächlich zum Karaoke gekommen. Hat sie mich absichtlich verfolgt?
Später am Tag ging ich zu Hajun, um ihm davon zu erzählen. Aber warum musste sie das tun? Ich meine, sie hat doch versucht, sich für dich einzusetzen, oder? Ich weiß nicht. Das muss ein Teil ihres Plans sein oder so. Ich muss sie so schnell wie möglich finden. Plötzlich bekam ich die Benachrichtigung, dass die bösen Mädchen in einem Café live streamen. Wow, rate mal, wer das ist, Leute. Unsere kleine reiche Dame ist eine Kellnerin. Und sie hat es gewagt, die ganze Zeit auf uns herabzusehen. Sie lenkte ihre Kamera auf das arme Mädchen, über das sie sprachen. Und sie sieht genauso aus wie ich. Das ist sie. Hajun und ich eilten sofort zum Café und sahen, wie sich Subin und die Hochstaplerin aufeinander stürzen wollten. Was ist denn hier los? Minzi? Was? Warum gibt es zwei Minzis? Ist ein Geist. Leute, lauft weg. Du, wer bist du? Und warum hast du dich für mich ausgegeben, du Hochstaplerin? Minzi, endlich lernen wir uns kennen. Ich bin deine Zwillingsschwester, Minha. Schwester? Wir sind verwandt? Aber Mama und Papa haben mir nie gesagt, dass ich eine Schwester habe. Weil du adoptiert wurdest. Sie wussten nicht, dass du eine Zwillingsschwester hast, die kurz vor dir adoptiert wurde. Du lügst. Tu ich nicht. Ich wusste es auch nicht, bis meine Mutter im Sterben lag. Sie war schon eine Weile krank und eines Tages rief sie mich an ihr Bett und sagte mir die Wahrheit, bevor sie ihren letzten Atemzug tat. Danach kam ich, um dich zu suchen, aber da warst du schon im Krankenhaus. Du bist zwar nach der Operation aufgewacht, aber sobald du mich gesehen hast, hattest du sofort einen Krampfanfall und bist wieder ins Koma gefallen. Deine Eltern und ich waren uns einig, dass es das Beste für dich ist, wenn ich wegbleibe und warte, bis du dich vollständig erholt hast. Und in der Zwischenzeit hast du beschlossen, mein Leben für mich zu leben? Ob du es glaubst oder nicht, ich wollte eigentlich nur wissen, wie es meiner lange verlorenen Zwillingsschwester geht. Es hat sich herausgestellt, dass du eine sehr talentierte Comiczeichnerin bist. Aber du bist immer so unsicher und kommst auch mit den Kids in der Schule nicht gut klar. Also habe ich deinen Webtoon-Entwurf verschickt, beim Verlag gearbeitet und diese gemeinen Mädchen in ihre Schranken gewiesen. Wirklich? Und hast du dich auch damit beschäftigt, unter meinem Namen mit einem beliebigen Typen auszugehen? Und was ist mit der Schule? Haben meine Eltern zugestimmt, dass du mich ersetzt? Es war meine Idee und ich habe sie überredet. Sie machen sich nur Sorgen um dich. Ich habe das alles gar nicht gewollt. Dank dir bin ich eine fremde Person in meinem eigenen Leben geworden. Bist du jetzt glücklich? Dann lief ich weg, weil ich sie nie wiedersehen wollte. Aber das Schlimmste war, dass meine Eltern mich belogen haben. Warum habt ihr das getan? Ihr habt mir nicht gesagt, dass ich adoptiert bin. Und jetzt lasst ihr mich von einer Fremden ersetzen? Betrachtet ihr mich wirklich als euer Kind? Minji, Schatz, natürlich bist du unsere Tochter. Nichts kann das jemals ändern. Wir hatten Angst, dass du traurig wärst, wenn du die Wahrheit wüsstest. Ehrlich gesagt, wir lieben dich mehr, als du dir vorstellen kannst. Das war eine Menge zu verarbeiten, aber ich musste stark sein und mich konzentrieren. Doch schon bald drang ein Flüstern an mein Ohr. Ist dir aufgefallen, dass Minzi in letzter Zeit anders und sogar ein bisschen langweilig ist? Wo ist die freche Minzi, die wir gewohnt sind? Hey, hast du in letzter Zeit auch so ein schlechtes Gefühl bei Minzi? Irgendwie ist sie wieder ein mürrischer, unheimlicher Nerd geworden. Gott, warum mussten mich alle immer mit dieser Hochstaplerin vergleichen? Hey, geht's dir gut? Nein, geht's mir nicht. Alle scheinen Minha zu mögen, dabei ist sie erst seit einem Monat hier. Aber niemand interessiert sich für mich. Doch, du bist mir nicht egal. Du hast mich, deinen hübschen Freund, immer zur Rettung bereit. Wie du meinst. Eigentlich hat es deine Schwester nur gut gemeint. Trotz ihrer Art will sie dir nur helfen, offener zu sein und der Welt deine verborgenen Talente zu zeigen. Was Hajun sagte, brachte mich in dieser Nacht zum Nachdenken. Vielleicht hatte er recht. Wenn sie nicht gewesen wäre, wäre mein Webtoon für immer in meinem iPad gespeichert geblieben. Außerdem hat sie ja nur mich als Familie. Ich muss sie jetzt sehen. Hey, ich bin gekommen, um mich zu entschuldigen. Ich habe gemerkt, dass du es nur gut meintest und ich habe mich undankbar verhalten. Es tut mir leid und ich danke dir auch, Uni. Es gibt nichts, was dir leid tun müsste. Es ist auch meine Schuld, weil ich auf eigene Faust gehandelt und mich in Siwoo verliebt habe. Ich habe es ihm noch nicht gesagt, aber ich werde die Gelegenheit finden. Sorry, dass ich dich in meine Angelegenheiten hineingezogen habe. Ich umarmte sie und spürte, wie mir die Freudentränen über die Wangen liefen. Nach dem tränenreichen Wiedersehen verbrachten wir Stunden damit, uns auszutauschen. Es ist, als könnten wir die Gedanken der anderen lesen. Das muss das Zwillingsband sein, oder? Ich lud sie sogar zu mir nach Hause ein und wir hatten eine tolle Zeit. In den nächsten Tagen konzentrierte ich mich nur auf das Webtoon und darauf, mich selbst besser kennenzulernen. Mit Hajuns Hilfe fühlte ich mich jetzt wohler und sicherer, wenn ich mit anderen sprach. Als ich eines Tages im Verlag eine kleine Plauderpause einlegte, stürzte ein Kollege herein. Minzi, hast du schon die Neuigkeiten gehört? Dein Webtoon hat den ersten Preis des Comic Award gewonnen. Comic?
Die renommierteste Auszeichnung für Webtoons? Oh mein Gott, ich träume, oder? Meine harte Arbeit trug endlich Früchte. Ich feierte gerade mit meinen Kollegen, als Siwu mich aus dem Nichts herauszerrte. Du solltest mich besser als Co-Autor bekannt geben. Ich habe dir bei den Skizzen, dem Drehbuch und der Kolorierung geholfen, weißt du noch? Was? Du hast doch nur rumgepusht. Weißt du überhaupt, worum es in der Geschichte geht? Babe, fordere mich nicht heraus. Sonst würde ich dem Regisseur, auch bekannt als mein Vater, sagen, dass er dich rausschmeißen soll. Und übrigens, lass uns Schluss machen. Wie bitte? Glaubst du wirklich, ich mag dich? Oh, bitte. Ich tue es nur für den Webtoon, Babe. Dieser Dandy-Trottel, ich wusste, dass er nicht gut ist, aber was konnte ich jetzt tun? Später erzählte ich Min-Ha alles und sie war untröstlich und flehte mich an, ihr zu helfen, sich ins Büro von Siwoo zu schleichen. Also machte ich das. Siwoo, bitte verlass mich nicht, wie könnte ich ohne dich leben? Oh ja, das wird schwer sein, denn ich bin unwiderstehlich. Aber du musst loslassen, Babe, du hast mir nichts anderes zu bieten. Ich weiß schon, dass du mich nicht liebst, aber ich liebe dich. Und ich habe dich bereits mit meinem Liebeszauber belegt. Du wirst für immer von mir verfolgt werden. Dann fiel Min-Ha in Ohnmacht und stürzte auf den Boden. Der Angsthase Siwoo flippte aus. Hey, du bist nicht verschwunden, richtig? Plötzlich ging das Licht aus. Was ist da los? Das Licht ging wieder an und der Kerl hörte auf zu schreien, bis er mich sah. Hi, Babe. Was? Warum bist... Wer bist du? Du erkennst mich nicht? Ich bin es, Min-Si, in Geistergestalt. Bleib mir bloß vom Leib. Nach all den abscheulichen Dingen, die du mir angetan hast? Bitte, bitte. Komm mit mir, du Gauner. Wohin? Auf die andere Seite. Er war so erschrocken, dass seine Augen weiß wurden und er in Ohnmacht fiel. Geschieht dir recht. Und ich möchte euch meinen E-Kip mit Min-Ha vorstellen, die für diese Leistung einen Oscar gewinnen sollte. Und Ha-Joon, der hinter dem Lichteffekt steckt. Da habt ihr nicht dran gedacht, was? Danach beharrte Siwoo darauf, dass ich eine spirituelle Energie wäre, die diesen Ort heimsucht. Und schließlich kündigte er seinen Job. Und natürlich hatte ich das volle Urheberrecht an meinem Webtoon und war berechtigt, den Comic Award zu erhalten. Meine Karriere hatte gerade erst begonnen, als ich beschloss, weiter bei Blackwood zu arbeiten. Mama und Papa beschlossen außerdem, Min-Ha in unsere Familie aufzunehmen und wir konnten endlich zusammen sein. Das ist die Magie, die ich dir erzählen wollte. Dieses unerwartete Ereignis veränderte mein Leben zum Besseren. Zufälle gibt es nicht zweimal, oder? Man muss sie ergreifen. Übrigens, habt ihr auch ein unerwartetes Ereignis, das euer ganzes Leben verändert hat? Schreibt es uns unten in die Kommentare. Warte, hier ist noch eine Sache, die ich für mein altes, schüchternes Ich tun muss. Ha-Joon, ich wollte dir schon lange etwas sagen. Das letzte Ereignis hat mir zu denken gegeben, dass ich es später bereuen könnte, wenn ich dir jetzt nicht sage, was ich fühle. Also, Kim Ha-Joon, ich mag dich. So, so sehr. Endlich, du hast so lange gebraucht. Als du im Krankenhaus warst, warst du nicht die Min-Si, die ich kenne. Und das hat mir Angst gemacht, weil ich dachte, dass ich dein wahres Ich nicht mehr sehen könnte. Es ist tröstlich, dass du immer noch da bist, denn ich bin auch total verknallt in dich.